Herzlich willkommen zur Online-Vorlesung Sachenrecht mit der zweiten Einheit. Schön, dass Sie da sind, dass Sie sich entschieden haben, offenbar nicht nur die einführende Einheit anzuschauen, sondern auch mit am Ball zu bleiben in den nächsten Wochen und Monaten. Das Sachenrecht ist für Sie wahnsinnig wichtig im Studium und dann auch im Examen, aber gerade auch darüber hinaus. Man erwartet von Ihnen später, wenn Sie Richterin oder Rechtsanwalt sind, dass Sie auch das Sachenrecht beherrschen, auch wenn es als schwierig gilt. Es ist jedenfalls nichts, wo es sich lohnen würde, für Sie auf Lücke zu lernen. Und wenn jetzt ohnehin schon eine Zeit ist, wo man sich überlegen muss, was man da so tut, dann glaube ich, gibt es eigentlich nichts Besseres, als das Sachenrecht nochmal gründlich sich anzuschauen. Ich hoffe, es geht Ihnen dabei gut. Ich hoffe, Sie sind gut reingekommen in die vorlesungsfreie Zeit. Ich hoffe, Sie haben vielleicht auch ein bisschen einen Plan schon gefasst dafür, wie Sie die nächsten Wochen und Monate gestalten wollen. Es sind ja jetzt immerhin gut 2 Monate, bis die vielleicht dann aber immer noch digitale Vorlesungszeit wieder anfängt. Meine eigene Erfahrung im Studium war damals, ich habe immer dann besonders gut etwas geschafft, wenn ich einen Plan hatte. Und ein Plan heißt nicht, dass man sich überfordert, dass man sich einen Plan macht für 12 Stunden Arbeit am Tag, ohne Pausen, ohne Punkt und Komma, sondern ein Plan bedeutet, dass man natürlich auch immer wieder Pausen macht, sich immer wieder kleine Belohnungseinheiten einfügt, dass man realistisch ist bei dem, was man schaffen möchte, dass man dann aber auch versucht, das Ganze kontinuierlich abzuarbeiten. Und Pläne scheitern natürlich, das ist, glaube ich, ganz normal. So ging es mir damals auch. Ich habe vielleicht 50-70% dessen erreicht, was ich erreichen wollte. Es geht mir eigentlich noch heute so. Trotzdem ist meine Erfahrung, dass man insgesamt noch mehr geschafft bekommt, wenn ein Plan da war, selbst wenn der nicht voll erfüllt wird. Versuchen Sie das mal, probieren Sie das mal aus. Vielleicht hilft Ihnen das auch. Und was auch noch sehr helfen kann, was mir auch damals im Studium sehr geholfen hat, ist, dass Sie eine private Arbeitsgemeinschaft gründen. Ich brauchte 5 Semester lang, um das zu checken, wie sehr das hilft. Vielleicht sind Sie noch nicht im 5. Semester und können das heute schon machen. Vielleicht sind Sie schon im 7. Semester. Es ist auch kein Beinbruch. Ich würde sagen, noch 1-2 Semester vorm Examen bringt das immer noch etwas. Und mit privater Arbeitsgemeinschaft meine ich, dass Sie sich mal idealerweise zu 4 zusammentun. In diesen Zeiten vielleicht erst einmal nur virtuell. Wenn, aus welchen Gründen auch immer, Sie eine Zweier-AG probieren wollen, können Sie das vielleicht auch mit einer Art Spaziergangs-AG machen. Jedenfalls aber, dass Sie sich ein Forum schaffen, wo Sie das, was Sie sich an juristischen Inhalten neu auf die Platte gezogen haben, dass Sie versuchen, das zu diskutieren, das zu reflektieren, zu schauen, wo haben Sie was gut verstanden, wo sind noch Verständnislücken, es mal versuchen, Ihrer Kommilitonin, Ihrem Kommilitonen zu erklären. Dadurch setzt sich manches noch viel mehr, weil es nochmal durch einen anderen Kanal geht, weil es noch einmal von Ihnen gründlich durchüberlegt wird. Und ich kann Ihnen nur sagen, meine Erfahrungen sind sehr, sehr gut damit und ich würde Ihnen raten, sich jetzt in diesem Moment einen Knoten ins Taschentuch zu machen und direkt nach dem Abschluss jetzt dieser zweiten Sachenrechtsvorlesungseinheit zum Handy zu greifen und Ihre besten Freundinnen und Freunde aus dem Jurastudium anzurufen und so eine AG mal ins Horn zu stoßen. Und wenn auch das erstmal nur ein Versuch ist, überlegen Sie danach irgendwie selbstkritisch, ob Ihnen diese Zeit was gebracht hat oder ob es nur vertändelt war. Sie können mir das auch zurufen, wenn Sie begeistert sind. Es würde mich freuen und ich kann Ihnen nur sagen, von den meisten, von denen ich gehört habe, einschließlich meiner selbst, dass das auf jeden Fall eine gute Idee war. So viel an Vorbemerkungen, dann gehen wir doch mal rein in den Stoff unserer Vorlesung Sachenrecht und das tun wir wie immer mit einem kurzen Rückblick auf das, was Gegenstand der letzten Einheit war. Nach einigen organisatorischen Vorbemerkungen hatten wir uns ja beim letzten Mal eher mal mit der Vogelperspektive auf das Sachenrecht beschäftigt und hatten uns gefragt, warum es das überhaupt gibt. Es gibt doch immerhin schon andere Rechtsgebiete, die dafür zuständig sind, wie man rechtliche Ansprüche vielleicht stellen kann in Beziehungen, die bereits vertraglich geregelt sind, das Vertragsrecht, das Schuldrecht. Und auf der anderen Seite, wie wir damit umgehen können, wenn Leute spontan aufeinandertreffen, die vorher keinen Vertrag mehr schließen konnten, weil sie nicht ahnten, dass zum Beispiel ein Unfall sie rechtlich miteinander verbinden würde. Da haben wir insbesondere das Deliktsrecht und das, was dadurch sich noch nicht abbilden lässt, das wird durch das Bereicherungsrecht aufgekehrt. Also könnte man am Ende unserer Vorlesung Schuldrecht BT auch denken, das sollte eigentlich genug sein.
Und diese Frage, warum denn eigentlich das Sachenrecht, die haben wir ein bisschen umformuliert in dieser Weise. Warum Eigentum? Weil das Eigentum als das zentrale und höchste dingliche Recht so ein bisschen in der Mitte des Sachenrechts drinsteht. Und Sie erinnern sich, dass ich Ihnen gesagt hatte, die Antwort auf diese Frage, die müssen wir insbesondere bei den Rechtsökonominnen und Rechtsökonomen suchen, die nämlich schon vor langer Zeit herausgefunden haben, dass es einen guten Sinn hat. Wir als Juristinnen und Juristen wissen, es steht natürlich in Artikel 14 des Grundgesetzes drin, dass wir das Eigentum brauchen. Ja klar, dann sind wir ohnehin schon daraus verpflichtet. Aber vielleicht ist es auch sinnvoll, sich inhaltlich zumindest eine Begründung dafür zurechtzulegen, warum es das Eigentumsrecht geben sollte. In der mündlichen Prüfung könnten Sie das durchaus mal gefragt werden. Und die für mich jedenfalls am leichtesten zu merkende Antwort ist diejenige, die verweist auf ein ökonomisches Modell, das wir uns angeschaut hatten mit dem Namen Tragik der Allmende. Allmende ist ein Gut, das allen gehört. Stellen Sie sich irgendwie ein kleines Dörfchen vor, das irgendeinen Gegenstand hat, den alle nutzen dürfen. Wir hatten das wie das ursprüngliche ökonomische Beispiel gebildet, an einer Weide, die vielleicht irgendwo am Dorfacker, an den Dorfacker angrenzt und wo erst einmal, wenn es eine Allmende ist, wenn die allen gleichzeitig gehört, jede Bäuerin und jeder Bauer sein Rindvieh darauf treiben kann. Und wir hatten gesehen, was dann passiert ist, dass jeder einen Anreiz dazu hat, möglichst seine Kühe möglichst viel, möglichst schnell abfressen zu lassen. Das wird dazu führen, dass binnen weniger Tage die Wiese komplett umgegraben ist. Da wird kein Grashalm mehr wachsen und wahrscheinlich auf Jahre hinaus wird diese Wiese nicht weiter zu gebrauchen sein. Würde man versuchen, ein Konzept zu entwickeln, wie man mit dieser Wiese etwas pfleglicher und etwas zukunftsgerichteter umgehen kann, dann würde man sagen, ja, begrenzt doch einfach die Zahl der Kühe, die auf diese Wiese drauflaufen. Nur, wenn alle gleichzeitig auf diese Wiese drauflaufen dürfen, dann gibt es keinen Anreiz dazu, weil jeder sagt, naja, wenn ich meine Kuh nur einmal in der Woche hinschicke, dann werden die anderen oder wird zumindest einer der anderen, die hier im Dorf mit mir leben, wird nicht diese Moral haben und wird seine Kühe da direkt am ersten Tag voll draufschicken und den ganzen Tag da lassen. Das heißt, ich habe da nichts davon, wenn ich als einziger altruistisch bin. Und weil alle so denken, haben sie insgesamt dann einen Anreiz dazu, eine Übernutzung dieser Weide zu bewirken. Und das führt eben dazu, dass das Eigentum letztlich nicht effizient, nicht zukunftsgerichtet genutzt wird. Und die Lösung, die die Ökonomen und Ökonomen dazu gefunden haben, ist Eigentumsrechte. Wenn wir nämlich jedem eine kleine Parzelle von diesem Eigentum abschneiden und sagen, das ist jetzt deins, aber du bist auch in der Verantwortung, damit verantwortungsvoll umzugehen. Du musst auch schauen, dass deine Wiese morgen noch da ist, sonst schauen deine Kühe morgen in die Röhre. Dann weiß jede Bäuerin, weiß jeder Bauer, ich kann für mich selbst wirtschaften, ich kann mir selbst einen Plan machen. Und inwieweit ich in der Zukunft auch noch Ressourcen habe, die meine Kühe fressen können, ist dann eine Sache, auf die ich selbst Einfluss habe. Und das wird ein guter Anreiz dafür sein, dass die Leute vernünftig mit dem umgehen, was sie haben. Das ist die ökonomische Antwort dazu, warum es Eigentumsrechte gibt und was das Gesetz daraus macht. Das haben wir uns dann im Folgenden mal schon von oben angeschaut und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen Schritt für Schritt einzeln eins nach dem anderen durchdeklinieren. Wir hatten in der letzten Einheit auch noch drauf geschaut auf eine Reihe von Prinzipien, die ich mal bezeichnet hatte als die Leitprinzipien des Sachenrechts. Sie brauchen die in der Klausur eher in schwierigen Fällen, um mal so Argumentationskriterien zu haben, um mal zu wissen, ja, wenn nichts anderes mehr hilft und Sie vielleicht auch dieses Problem noch nicht kennen, was könnte Ihnen eine kleine Leitlinie sein, um in der Argumentation in die eine oder andere Richtung zu kommen? 5 Stück gibt es da, solcher Leitprinzipien. Das erste ist die Absolutheit, auf dieser Folie jeweils kontrastiert mit der Frage, wie das Schuldrecht diese Beziehungen die seinigen Beziehungen ansehen würde. Absolutheit der dinglichen Rechte bedeutet die dinglichen Rechte, die gelten gegenüber jedermann. Nur am Beispiel des Eigentums, wenn ich Eigentum habe, dann habe ich das nicht nur gegenüber bestimmten Personen, sondern Eigentum ist gegenüber der ganzen Welt. Sie können also den 985er, den Sie wahrscheinlich auch schon ohne Besuch dieser Vorlesung kennen, den Anspruch der Eigentümerin gegen den jeweiligen Besitzer, den können Sie gegen alle jeweiligen Besitzer auf der ganzen Welt richten.
egal ob sie zum Beispiel beim Fußball ihr eigen nennen und der wird jetzt gerade, sie sind der A und der wird von B zu C zu D zu E hin und her geworfen im Kreis. Sie können gegen jeden derjenigen, die jetzt diesen Ball in diesem Moment gerade fangen, können sie theoretisch jetzt mal den 985 gelb machen. Das heißt Absolutheit, dingliche Rechte. Demgegenüber haben wir beim Schuldrecht nur die Relativität der Beziehung. Da können sie vertragliche Ansprüche oder auch deliktische Ansprüche immer nur gegen die eine Person geltend machen, mit der sie eine Sonderverbindung haben. Zweiter Punkt, Typenzwang. Wenn denn die dinglichen Rechte so absolut wirken sollen, dann bitte nur in den Kategorien, die das BGB uns vorgibt. Also das Eigentum finden wir dort definiert, wir finden bestimmte dingliche, kleinere Rechte definiert, wie zum Beispiel Hypothek, Grundschuld, Nießbrauch, Vormerkung und so weiter. Aber Sie dürfen sich jetzt zum Beispiel keine Sonderform eines Vorkaufsrechts dinglicher Natur ausdenken und versuchen, mit absoluter Wirkung zu vereinbaren. Das funktioniert nicht. Da sind wir an den sogenannten Numerus Clausus der dinglichen Rechte aus dem BGB gebunden. Drittes Prinzip, eines, was wir nicht kontrastieren mit dem Schuldrecht, sondern was beide verbindet und auch auf anderer Seite wieder trennt, die Abstraktheit. Das bedeutet, dingliche und schuldrechtliche Beziehungen sind in ihrer Wirkung voneinander unabhängig. Nur weil das schuldrechtliche Grundgeschäft, man sagt auch die schuldrechtliche Causa, weil die unwirksam ist, zum Beispiel wegen Geschäftsunfähigkeit oder wegen beschränkter Geschäftsfähigkeit, heißt das nicht, dass das dingliche Vollzugsgeschäft auch automatisch unwirksam wäre. Das ist abstrakt voneinander, getrennt voneinander zu beurteilen. Vierter Punkt, Bestimmtheit. Das bedeutet, dass insbesondere bei Transaktionen, dinglichen Transaktionen, Übertragungsvorgängen, wenn ich das Eigentum von A auf B übertrage, dann muss sehr klar sein für alle da draußen, sie müssen es sehen können, wer hier das Eigentum von A auf B überträgt. Am besten klar machen kann man sich das beim Grundbuch. Da steht halt ganz exakt drin, wie ein Grundstück umrissen ist und welche Parzelle jetzt von A nach B geht. Warum ist das so? Naja, auch da wieder, weil wir absolute Rechte haben, die gelten über jedermann. Und da muss jedermann auch ein bisschen abschätzen können, wer hier welches dingliche Recht gerade innehat. Und letzter Punkt, Publizität, habe ich eigentlich mit dem Grundbuchbeispiel schon angesprochen. Das muss ja erkennbar sein, nicht nur umrissen sein konkret, sondern das, in meiner Erläuterung gerade spielte das eigentlich direkt schon mit rein. Es muss auch für jedermann sichtbar sein. Auch das können Sie eben ableiten aus dem Absolutheitscharakter dinglicher Rechte. Wenn Sie dazu nochmal eine Übersicht oder ein kleines Textchen lesen wollen, dann habe ich noch was für Sie gefunden. Vielleicht nutzt der eine oder die andere von Ihnen auch diese Textsammlung, also die einfache BGB-Textsammlung des Beck-Verlags für 5,90 Euro. Da finden Sie am Anfang eine Einführung des ehemaligen Münchner oder des emeritierten Münchner Professors Helmut Köhler, ein UWGler, ein Wettbewerbsrechtler, der eine Einführung generell ins BGB schreibt. Und der schreibt irgendwo in der Mitte dieser Einführung, bei mir ist es jetzt auf der Seite römisch 18 folgende, eine Seite dazu, was das Sachenrecht so ausmacht und was die Leitprinzipien des Sachenrechts sind. Wenn Sie es also nochmal aus anderer Feder hören oder lesen wollen, schauen Sie mal auch in diese Einführung rein. Die ist auch übrigens zu den anderen Rechtsgebieten, Teilgebieten des BGB durchaus nützlich. Anschließend, nach diesen Leitprinzipien, hatten wir uns noch ein bisschen die Materialien angeschaut, mit denen das Sachenrecht so umgeht, also den Sachbegriff der Paragraph 90 und alles, was dahinter steht. Wir hatten gesehen, wir müssen manchmal schauen, wo die Grenzen einer Sache definiert sind. Es kann überhaupt nur eine Sache sein, wo eine Grenze da ist. Also der Ozean als solcher ist keine Sache, der ist nämlich nicht verkörpert, der ist körperlos, wenn Sie so wollen. Dann kann es aber auch sein, dass Sachen manchmal miteinander, ineinander verschachtelt sind, sodass wir uns fragen müssen, ob das Blatt innerhalb eines Buches, also hier ein Blatt, das ich hier rausreißen könnte, ist das, wie wir sagen, sonderrechtsfähig? Und wir hatten gesehen, dass die Paragraphen 93, 94 sagen, nein, wenn das ein wesentlicher Bestandteil ist, wenn ich die Gesamtsache zerstören würde, wenn ich diese Seite hier rausrisse, dann ist es nicht sonderrechtsfähig. Dann kann kein getrenntes Eigentum an dieser Seite bestehen, sondern dann ist es eine einheitliche Sache. Und zum guten Schluss hatten wir noch einen Blick geworfen, den wir immer wieder werfen werden auf Anspruchsgrundlagen. Das war eigentlich nur mal so vorweggenommen, Anspruchsgrundlagen aus dem Bereich des Sachenrechts, die
wie Sie sehen, aus ganz verschiedenen Ecken kommen und die wir jetzt nicht am Anfang alle einmal durchdeklinieren können, sondern wo wir das vielleicht eher nutzen wollen als eine Checkliste, wo wir regelmäßig mal wieder reinschauen, ob wir auch schon gut unterwegs sind und wo wir insbesondere am Ende natürlich nochmal drauf schauen, ob alles, was dort draufsteht, Ihnen dann geläufig ist. Und aus diesem Gesamtbild gehen wir jetzt heute hinüber in das Besitzrecht. Auch da werfe ich Ihnen nochmal zur Strukturierung die Folie auf, die so ein bisschen sagt, was das Schema dieser Vorlesung ist, wie sich diese ungefähr 20 Einheiten innerhalb der nächsten Monate aufteilen werden. Die erste Säule ist dabei die dünnste, wo wir uns mit dem Besitz beschäftigen. Dann kommen die zwei dicken Säulen, einerseits Mobiliarsachenrecht und andererseits Immobiliarsachenrecht. Und ganz am Ende, das habe ich Ihnen ein bisschen unterschlagen auf dieser Folie, jemand von Ihnen hatte nachgefragt, kommen schon auch noch die Pfandrechte. Die habe ich jetzt aus dieser Folie weggekürzt. Ich wollte keine vierte Säule eröffnen, aber Sie dürfen davon ausgehen, dass all das, was im Sachenrecht im BGB steht und was natürlich examensrelevant ist, dass es im Laufe dieser Vorlesung drankommt. Und die Pfandrechte gehören natürlich explizit auch mit dazu. Sie sehen gleichzeitig auf dieser Folie schon, die erste Säule ist die dünnste die erste Säule ist die, die jetzt heute schon beginnen wird und sie ist die Säule, die sich dann bei der nächsten eine fortsetzen wird. Das, was dort zu oberst steht, Besitzformen, haben Sie schon gesehen als Überschrift über dieser zweiten Vorlesungseinheit und Besitzschutz wird die Überschrift der nächsten Einheit sein. Immerhin, damit haben Sie in der nächsten Woche schon das erste dieser drei Päckchen erledigt. Natürlich ist es das kleinste, aber immerhin, Sie hätten dann und haben dann schon etwas geschafft. Vielleicht versuchen wir das an der Stelle nochmal kurz nachzuvollziehen mit Blick auf die Gliederung insgesamt des BGB. Ich glaube, es ist immer mal wieder eine gute Idee, in die Inhaltsübersicht reinzuschauen, wenn die in Ihrer Gesetzesübersicht abgedruckt ist. Da sehen Sie, wenn Sie da reinschauen, in die Paragraphen 854, einen der wesentlichen Gründe, weswegen ich das Besitzrecht ganz nach vorne gestellt habe. Nämlich, es steht auch im Sachenrecht im dritten Buch des BGB ganz vorne. Dann kommt so ein Sonderabschnitt als zweiter Abschnitt. Rechte an Grundstücken werden nochmal ein bisschen vor die Klammer gezogen. Das werden wir nicht so ganz explizit ausflaggen, sondern eher in der dritten Säule unserer Vorlesung mitbehandeln. Und dann kommt das Eigentum. Mit all dem, was dazugehört, da sehen wir eben verschiedene auch Dienstbarkeiten, wenn Sie ein bisschen Ihren Blick weiter runterstreifen lassen. Und dann geht es irgendwann in das Immobiliarsachenrecht über. Ich wollte Sie nur mal so ein bisschen gedanklich nochmal in der Struktur des Gesetzes verorten. Deswegen haben Sie jetzt nochmal eine besondere Begründung dafür, warum wir mit dem Besitzrecht einsteigen. Und Sie können jetzt aus dem Inhaltsverzeichnis rausgehen und können schon mal Ihr Lesezeichen beim 854 reinhängen, wo wir gleich beginnen werden. Vielleicht zuvor aber noch ein kurzer Gedanke. Wir haben eben wiederholt und beim letzten Mal ausführlich durchgesprochen, warum es Eigentumsrechte geben sollte. Und eigentlich haben wir damit noch nicht so ganz genau gesagt, warum wir uns zu Beginn dieser Vorlesung auch über Besitzrechte unterhalten sollten. Ist überhaupt der Besitz schutzwürdig? Er ist ja, wie wir gleich auch noch sehen werden, eher so eine Art faktisches Herrschaftsverhältnis über eine Sache. Und das ist doch kein Recht, einfach nur, dass ich eine Sache in meinem Besitz habe. Warum brauchen wir da trotzdem bestimmte Schutzregeln? Auch das könnten Sie in der mündlichen Prüfung mal gefragt werden. Dafür gibt es jetzt kein so ganz schönes ökonomisches Modell mehr und deswegen habe ich Ihnen dafür auch keine Folie mehr gebastelt, aber vielleicht kriegen Sie das auf der Startfolie nochmal jetzt gerade die zwei Punkte, die ich Ihnen jetzt zurufe, handschriftlich hinnotiert. Warum leitet man sogar auch aus Artikel 14 des Grundgesetzes nicht nur den Eigentumsschutz, sondern auch einen gewissen Besitzschutz ab? Der erste Grund, wenn Sie nicht weiter wissen im Sachenrecht, schauen Sie immer, ob der 903 Ihnen was dazu sagt, den wir ja schon besichtigt hatten. Ausschluss und Nutzungsbefugnis des Eigentümers. Das ist der erste Grund, weswegen wir einen Besitzschutz vielleicht aufrechterhalten wollen. Warum? Weil ein Eigentümer,
mit der Sache nach seinem Belieben verfahren darf. Er darf andere von der Nutzung der Sache ausschließen, aber darin enthalten ist auch die Berechtigung, dass ich als Eigentümer jemandem anderes meine Sache anvertrauen darf. Ich darf also sagen, du darfst jetzt mal 3 Tage lang mein Auto nutzen. Ich schiebe dir nicht das Eigentum, wohl aber den Besitz an der Sache rüber. Wie ich das schuldrechtlich ausgestalte, ist noch eine andere Frage, ja, ob ich das verleihe oder vermiete. Aber das ist ein Teil meiner Eigentumsfreiheit, wie sie in § 903 BGB konkretisiert ist. Und wenn das so ist, dass ich gewissermaßen aus diesem hochgehängten Eigentumsrecht einen Kern temporär herausnehmen kann und jemandem anders zuweisen kann, eben durch zum Beispiel Verleihung oder Vermietung eines Gegenstands, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, diesen Kern, der da kurzfristig rausgeht oder fristig herausgegeben wird von der Eigentümerin, den auch mit einem eigenen Schutzrecht zu versehen. Man könnte an der Stelle noch darüber nachdenken, ob man das vielleicht auch über das Schuldrecht hinbekommt. Das wäre durchaus auch schlüssig. Dann aber hätte man immer noch den zweiten Grund, der vielleicht auch noch eine Spur wichtiger ist dafür, dass man auch den Besitz als solchen schützen sollte. Und dieser zweite Grund, der liegt darin, dass wir nicht wollen, dass die Leute sich die Köpfe einprügeln, sondern dass es unter uns zivilisiert zugeht. Warum besteht die Gefahr, dass ohne ein Besitzschutzrecht vielleicht das mit dem Faustrecht ein bisschen überhand nimmt, dass die Leute sich eher nehmen, was ihnen zusteht? Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Auto gemietet und Ihre Mietzeit ist vorbei, aber Sie haben das Auto noch nicht zurückgegeben. Wenn jetzt der Besitz, den Sie noch haben, als solcher nicht geschützt wäre, dann könnte Ihre Vermieterin vielleicht einfach so hingehen und Ihren Rückgabeanspruch aus dem schuldrechtlichen Mietrecht nehmen und selbst realisieren. Das wäre so eine Art Selbstjustiz. Wenn du mir die Sachen nicht gibst, die du mir qua Schuldrecht schuldest, dann hole ich mir sie selbst zurück. Darf man das? Vom Rechtsgefühl her glaube ich nicht. Vielleicht würden das nicht 100% aller Laien so beantworten, aber 90% würden sagen, das ist irgendwie sowas faul. Wenn dir etwas zusteht und der andere will es nicht freiwillig herausrücken, dann musst du vielleicht, würden Laien sagen, dann müsst du die Polizei holen. Die soll dir dabei helfen. Aber du darfst nicht einfach selbst hingehen und es dir nehmen. Und das ist der zweite zentrale Gedanke bei Besitzschutzrecht, dass wir sagen, allein diese Herrschaftsposition, die ich habe über eine Sache, die ich vielleicht schuldrechtlich verpflichtet bin herauszugeben, aber die ich aus welchen Gründen auch immer nicht herausgebe, da darf man nicht sich einfach mit der Faust bei mir bedienen, man darf sich nicht eigenmächtig etwas aus meinem Besitz mit Gewalt herausholen oder wenn, dann nur in bestimmten gesetzlich zugelassenen Fällen, sondern das soll alles gesittet passieren und wenn ich denn nicht will, wenn ich den Besitz nicht wieder aufgeben will, dann muss man vielleicht auch staatliche Hilfe hinzuholen. Ich glaube, in der Zusammenschau diese beiden Gründe, die erzählen so ein bisschen die Geschichte dieses Besitzschutzrechts, das wir jetzt tatsächlich aufteilen in 2 Einheiten. Die Ansprüche, die Sie vielleicht auch in der Klausur prüfen werden, die sind tatsächlich das Besitzschutzrecht im engeren Sinne. Die kommen tatsächlich erst in der nächsten Einheit dran. Und heute in dieser Einheit fragen wir uns eigentlich eher abstrakt nur, ja, was ist denn eigentlich der Besitz? Sie ahnen natürlich irgendwie schon, das heißt, ich habe eine Sache, die liegt vor mir, ich habe sie in meinen Händen, aber es geht tatsächlich auch noch komplizierter und wir müssen da einen Schritt nach dem anderen gehen. Insofern, alles was Ansprüche anbetrifft, müssen wir tatsächlich jetzt noch eine Woche nach hinten schieben, aber ich verspreche Ihnen, wir kommen dann dazu. Und jetzt gehen wir tatsächlich mal rein in die 854 folgende und wir beginnen tatsächlich mit dem allereinfachsten Punkt, nämlich mit dem einfachen Besitz oder wie man auch sagt, der unmittelbare Besitz. Beginnen wir ganz einfach mal damit, dass wir den 854 Absatz 1 lesen. Da steht nicht ganz genau drin, was der Besitz ist, sondern da steht drin, was ich brauche, um den Besitz zu erwerben, nämlich tatsächliche Gewalt. Tatsächliche Gewalt brauche ich. Wenn ich die erlangt habe, sagt der Paragraph 854 Absatz 1, dann bin ich in dem Moment, ab dem Moment Besitzer einer Sache.
Also unmittelbar lesen wir da raus, das ist der Prozess, dass ich den Besitz jetzt in den Besitz hineinkomme, aber wir können schon auch einen Schritt weitergehen und da herauslesen, wenn ich frage, nicht der Prozess des Besitzerwerbs, sondern frage, wer ist jetzt hier Besitzer, dann muss ich mir halt fragen, wer hat die Sache in seiner tatsächlichen Gewalt? Die Juristinnen und Juristen sprechen auch von Sachherrschaft. Das ist ein Synonym für diese tatsächliche Gewalt. Und was heißt das? Das ist eben dieses faktische Verhältnis, wer hat die Sache in seiner Hand, wer hat die Sache unter seiner Kontrolle. Mit dem Beispiel des Buchs ist das relativ klar. Das habe ich jetzt hier in meiner Hand. Es gibt kompliziertere Konstellationen, auf die wir später eingehen werden. Vielleicht erinnert es Sie an die Sache mit dem Gewahrsam, den Sie aus dem Strafrecht kennen. Der Gewahrsam, der bei 242 StGB gebrochen wird durch eine Diebin. Auch da geht es um so ein faktisches Herrschaftsverhältnis und wir wollen nicht, dass sich eigenmächtig die Leute irgendetwas wegnehmen. Das wäre dann ein Diebstahl im Unterschied zur Unterschlagung, wo es freiwillig freigegeben wurde. Also nicht an allen Stellen geht dieser zivilrechtliche Besitzbegriff mit dem strafrechtlichen Gewahrsamsbegriff ganz Hand in Hand. Wir werden zu Ausnahmen kommen, aber im Groben und Großen und Ganzen ist das ziemlich deckungsgleich. Jetzt muss man eine Sache wissen. Das, was wir hier unter 854 Absatz 1 im Gesetz lesen, das reicht noch nicht aus für den Besitz. Es gibt noch ein weiteres Merkmal, das konstitutiv ist. Wenn es fehlt, dann haben wir keinen Besitz. Und dieses zweite Merkmal, dieses zweite Tatbestandselement, das wir zwischen die Zeilen lesen müssen, ist ein subjektives. Das ist nämlich ein sogenannter Sachherrschaftswille, ein Besitzwille. Ich habe das sehr, sehr simpel für Sie in dieser Grafik niedergelegt. Tatsächliche Sachherrschaft auf der einen Seite, das steht direkt im 854 Absatz 1 drin, auf der einen Seite aber auch ein Sachherrschaftswillen. Das ist im Grunde genommen unstreitig. Manche versuchen das über das Wort Erlangung irgendwie rein zu interpretieren. Mir fällt das etwas schwer. Ich würde es an Ihrer Stelle nicht groß diskutieren, sondern Sie müssen einfach wissen, dieser Wille, der muss dabei sein. Was ist damit implizit gesagt? Es ist nicht erforderlich, dass jemand der Besitzer ist, dass der ein Besitzrecht hat. Nehmen Sie das Beispiel eines Diebes, der sich eine Sache aus dem Supermarkt geklaut hat. Der ist tatsächlich Besitzer. Warum? Weil wir sagen, der hat die Sache in seine Jacke eingesteckt, also hat er tatsächliche Sachherrschaft und der will die auch da drin haben, also hat er auch den Sachherrschaftswillen. Das heißt, der Dieb ist tatsächlich Besitzer. Der hat natürlich kein Besitzrecht, woher auch? Er könnte das Besitzrecht haben, vielleicht theoretisch aus einem Vertrag, aber hat es ja gerade nicht gekauft. Kein Kaufvertrag etwa, aus dem sich ein Besitzrecht oder kein Leihvertrag oder Mietvertrag oder sonst was, aus dem sich ein Besitzrecht ableitet. Also er hat kein Besitzrecht, aber das ist für den faktischen Begriff des Besitzes nicht erforderlich. Das ist auch wichtig zu wissen, dass sich insofern das, was wir als Juristinnen und Juristen unter Besitz verstehen, dass sich das unterscheidet von dem, was die Leute da draußen die Laien und Laien unter Besitz verstehen. Sie lesen regelmäßig in der Zeitung, A ist Besitzer eines Fahrzeugs etwa. Und damit ist gemeint, A ist Eigentümer eines Fahrzeugs. Aber wir Juristen müssen da sehr trennscharf sein und für uns sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ein paar Beispiele dazu, was dieser unmittelbare Besitz ist nach 854 Absatz 1. Habe ich Ihnen in die Notizen zu dieser Folie reingeschrieben. Erstes Beispiel, was vielleicht sogar schon für Laien etwas umständlich wäre nachzuvollziehen. Nicht nur ein Buch kann in meiner tatsächlichen Sachherrschaft mit entsprechendem Sachherrschaftswillen sein, weil ich es in meinen Händen habe, sondern auch eine Mietwohnung, in der ich sitze. Da kann ich Besitzer sein. Also nicht nur, weil ich darin sitze, sondern auch, weil wir die Mietwohnung als einen Gegenstand, als eine Sache betrachten. Wie übrigens auch Grundstücke, das hatten wir uns in der letzten Einheit angeschaut. Und wenn das denn eine Sache ist, dann müssen wir fragen, ja, wer hat denn die Sachherrschaft an dieser Sache und wer will sie haben? Und das ist bei Mietwohnungen eben die Person, die da unmittelbar drin sitzt. Das wird in der Regel die Person sein, die diese Wohnung gemietet hat. Das ist also die Besitzerin der Wohnung. Wenn ich jetzt in meiner Mietwohnung Besuch habe von jemandem anders, dann würden wir sagen, nee, diese Person hat nicht die Sachherrschaft, sondern die ist da halt irgendwie faktisch drin. Aber sie hat nicht die Sachherrschaft. Sie können auch fragen, wodurch manifestiert sich diese Sachherrschaft und würden schnell darauf kommen, dass sie zum Beispiel durch die Schlüssel, die ich zu einer Mietwohnung habe, dass sich dadurch sehr, sehr klar die Sachherrschaft, wenn Sie so wollen, in einem kleinen Metallstück in meiner Hand habe. Zweites Beispiel.
Stellen Sie sich vor, Ihre Nachbarin ist krank und Sie gehen den Hund dieser Nachbarin Gassi. Das wäre auch ein Beispiel, wo man sagen würde, wahrscheinlich, wo Sie versuchen können zu subsumieren unter diese beiden Punkte und wo Sie sagen würden, ja, Sachherrschaft habe ich, wenn ich eine Stunde mit dem Hund unterwegs bin oder eine halbe Stunde. Dann ist der unter meiner Kontrolle, dieser Hund, manifestiert, wenn Sie so wollen, durch die Leine, die Sie festhalten. Und das wollen Sie auch. Sie wollen, fühlen sich auch in gewisser Weise vielleicht sogar auch verantwortlich für diesen Hund während dieser Zeit. Selbst wenn es nur eine halbe Stunde dauert, Sie sind unmittelbare Besitzerin dieses Hundes in diesem Moment. Gegenbeispiele habe ich Ihnen auch auf dieser Folie in den Notizen angeführt. Wie sieht es aus mit einem Babysitter, der abends kommt, um 3 Stunden auf das Baby aufzupassen? Tatsächliche Sachherrschaft, da steigen Sie ja schon aus. Denn wenn Sie genau subsumieren müssen, Sie sagen, ja, ein Baby ist keine Sache. 90 BGB sagt körperlicher Gegenstand, Menschen sind keine Gegenstände, also kein Besitz möglich an Menschen, auch nicht an kleinen Menschen. Oder, was regelmäßig diskutiert wird, wie sieht es aus mit Daten? Wenn Sie ein Video runtergeladen haben, dann können Sie vielleicht darüber sprechen, dass das Video irgendwie auf Ihrer Festplatte verkörpert ist. Bisschen schwer. Aber wie sieht es aus, wenn Sie da nichts auf Ihrer Festplatte gezogen haben, sondern nur in Ihrem Account, zum Beispiel, wenn Sie Gamer sind oder Gamerin, wenn Sie da irgendwie ein Ballerspiel haben, Sie haben irgendeine besondere Waffe gekauft oder so etwas. Das ist natürlich ein rein virtueller Gegenstand. Der ist aber nicht verkörpert im Sinne des 90 BGB. Das bedeutet, den kriegen Sie nicht in den Sachbegriff rein. Auch das ist deswegen nicht besitzfähig. Das heißt, Sie können keinen Besitz an dieser, an so einem virtuellen Gegenstand haben. Und ein Beispiel aus der Kommentarliteratur. Wie sieht es aus, wenn Erna zur Notarin geht und ihr Testament machen will und die Notarin, die reicht ihr ihren Füllfederhalter, damit Erna das unterschreiben kann? Dann können Sie einerseits aussteigen, das tun manche, finde ich nicht so ganz überzeugend, weil Sie sagen, dieser Füllfederhalter, der ist ja nur 10 Sekunden lang in der Hand von Erna, deswegen, das reicht nicht, wir brauchen auch ein gewisses Zeitelement. Steht so im 854 nicht drin. Aus meiner Sicht überzeugenderweise steigen Sie damit aus, dass Sie sagen, das ist so eine Art beaufsichtigte Nutzung. Ja, die Erna, die mag diesen Stift noch in der Hand halten für 10 oder 20 Sekunden, aber nur weil ihre Hand den führt, heißt das nicht, dass sie den unter Kontrolle hat. Sie könnte damit nicht aus dem Raum nehmen, da würde die Notarin sofort die Hand heben und würde sagen, lass mir hier den Stift da. Wir werden gleich noch sehen, es gibt auch Figuren, um das abzubilden, aber wir ahnen schon, also mit Besitzerin, mit der echten Sachherrschaft an der Stelle wird es schwer. Da brauchen wir sogar gar nicht auf diesen Sachherrschaftswillen zu gehen. Was ist ein Beispiel, wo der Besitz mal an dieser zweiten Voraussetzung scheitert, wo Sie sagen, ja, Sachherrschaft kein Problem, aber kein Besitzwillen? Sie hören doch das regelmäßig aus der Presse, dass irgendjemand wieder an einem Flughafen unterwegs war, auch irgendwo im asiatischen Bereich, wo manchmal die Strafen für Drogenbesitz viel höher sind als bei uns. Und dann wurde da irgendwas aus dem Strumpf gezogen und die Person hat gesagt, das habe ich nicht gehabt, das hat mir irgendjemand da reingeschoben oder so etwas. Ja? Mal vorausgesetzt, das würde stimmen. Dann würden Sie sagen, wenn ich irgendwie Drogen in meinem Strumpf habe, ja, dann habe ich Sachherrschaft, die sind irgendwie unter meiner Kontrolle oder hat mir jemand in eine Aktentasche reingeschoben, aber es fehlt an dem Besitz oder Besitzbegründungswillen, denn ich weiß ja gar nicht davon und schon gar nicht will ich die in meinem Besitz haben, um Gottes Willen. Es gibt Länder, da steht irgendwie so jahrelange Haftstrafe auf dem Besitz solcher Sachen. Also da würden Sie im zivilrechtlichen Sinne sagen, das ist kein Besitz. Das mögen diese Länder in ihrer Strafrechtsgesetzgebung anders sehen, aber im zivilrechtlichen Sinne wäre das kein Besitz. Was wohl möglich ist, wo Sie ein Positivbeispiel hätten für Besitz und wo Sie diskutieren können über diesen zweiten, dieses zweite Tatbestandsmerkmal, ist, wie sieht es aus mit dem Besitz von jungen Menschen, von kleinen Kindern? Und das lässt sich beantworten mit Blick darauf, dass der Besitz trotz dieser subjektiven Komponente am Ende doch nur ein faktisches Herrschaftsverhältnis ist über einen bestimmten Gegenstand. Das hat nichts mit Rechten zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendeine Willenserklärung in den Rechtsverkehr entäußern muss, wo wir uns irgendwie im Sinne von BGB-AT darüber Gedanken machen können, ob das für mich jetzt gut oder schlecht ist als Kind, sondern ist nur die Frage, ob da jemand etwas haben will oder nicht haben will. Und Kleinkinder, wer Kinder hat, kann das nachvollziehen, oder wer kleine Geschwister hat, kann das nachvollziehen. Kleine Kinder können durchaus etwas haben wollen.
Sie können bei der sechsmonatigen diskutieren, ja, ob die das Räppelchen schon wirklich haben will. Ich meine, ja. Aber jedenfalls beim sechsjährigen Kind, dass da, was kann das sechsjährige Kind in seiner Hand haben? Es kann den Rucksack hinten auf dem Rücken haben oder so etwas. Da würden Sie sagen, naja, das ist jetzt vielleicht der Kinderrucksack, den dieses Kind immer mit sich führt, egal wohin es geht, oder der Schulranzen, den es in dem Alter vielleicht auch schon tragen kann, dann kann tatsächlich auch dieses kleine Kind schon Besitz haben, denn es hat die Sachherrschaft über diesen Schulranzen und es hat natürlich auch den Willen, diesen Schulranzen zu tragen. Das alles lesen wir aus diesem 854 Absatz 1 heraus. Wenn Sie einen Seitenblick in den 854 Absatz 2 werfen, dann sehen Sie, das ist dann schon eine Frage der Transaktion des Besitzes, auf die wir am Ende dieser Einheit zu sprechen kommen. Also bleiben wir an der Stelle erstmal dabei stehen. Ich glaube, mit den Beispielen, die ich Ihnen eben gebracht habe, werden Sie merken, das können Sie sich gerade noch einprägen. Also die Komplexität dieser eben eingeblendeten grünen Folie ist dann doch irgendwie begrenzt. Und wenn Sie so ein bisschen wissen, worüber man diskutiert, dann ist das eigentlich nicht so besonders schwer. Da dürfen Sie auch keine 10 Minuten rein investieren in Ihrer Examensklausur. Das muss zack, zack gehen. Jetzt gibt es aber noch schwierigere Konstruktionen von Besitz oder von beinahe Besitz. Und das ist der Grund auch, weswegen über dieser Einheit die Überschrift steht: Besitzformen. Und das nächste, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist auch das nächste im Gesetz. Da kommen wir in den 855 hinein. Und es ist gleichzeitig etwas, wo wir bei ganz genauem Hinsehen eigentlich gerade keine Besitzform haben. Insoweit wäre dann meine Überschrift über diese Einheit missverständlich, sondern das ist, wie wir gleich sehen werden, gerade kein Besitz, was wir da haben. Beginnen wir auch da mal mit der stets guten Idee, das Gesetz zu lesen. 855 BGB. Übt jemand die tatsächliche Gewalt über eine Sache? Aha, also erste Voraussetzung scheint identisch zu sein mit dem, was wir eben gesehen haben. Für einen anderen in dessen Haushalt oder Erwerbsgeschäft oder in einem ähnlichen Verhältnis aus, wo er auf Weisungen Folge zu leisten hat, so ist nur der andere Besitzer. Der andere, das ist nicht der jemand, der hier im zweiten Wort steht. Also wir haben eine Zwei-Personen-Beziehung. Zwei-Personen-Beziehung zwischen dem, wie in der Überschrift zu 855 schon steht, Besitzdiener, der Besitzdienerin und der Besitzerin selbst. Also die Dienerin und die Besitzerin. Und was Sie auch schon jetzt zwischen den Zeilen oder sogar explizit in diesen Zeilen im 855 lesen, ist, wir brauchen so eine Art Über-Unterordnungsverhältnis, damit so eine Besitzdienerschaft klappt. Ich habe auch das versucht, Ihnen auf einer Folie abzubilden, die ganz parallel strukturiert ist zu dem, was Sie eben gesehen haben, aber auf der rechten Seite sieht sie anders aus. Sie sehen da so eine Art Höhlenmensch, den ich in den Piktogrammen bei PowerPoint gefunden habe. Warum habe ich da jetzt das gewählt? Was Besseres gab es nicht. Um ihn ein bisschen zu plausibilisieren oder vor Ihrem inneren Auge so ein bisschen ein Bild dafür zu erschaffen, was Sie rechts darunter sehen, als die ersten zwei jedenfalls Punkte, die wir zusätzlich brauchen zu der tatsächlichen Sachherrschaft, damit wir keine Besitzerin haben, sondern einen Besitzdiener. Soziale Abhängigkeit und Weisungsbindung. Das mit der Weisungsbindung, das steht explizit drin im 855, dass wir mit der sozialen Abhängigkeit, das müssen Sie dazulernen. Vielleicht können Sie es rausfolgern aus dieser Haushalt- oder Erwerbsgeschäft. Das ist damit letztlich gemeint, ja. Was sind das für Fälle? Also im Haushalt hat irgendwie Papa oder Mama das Sagen, ja, und die anderen sind eher abhängig von dieser haushaltsinternen Hierarchie. Und eine ähnliche Hierarchie gibt es auch in Erwerbsgeschäften, das heißt in irgendeinem Unternehmen, in einem Einkaufsladen, wo es auch irgendwie die Chefin gibt und dann die Angestellten. Und die Angestellten sind in diesem Erwerbsgeschäft tätig, sie sind sozial abhängig von ihrer Chefin, sie sind von ihr weisungsgebunden, sie müssen tun, was die Chefin will. Und damit kommen sie in Betracht für diese Sonderrolle. Rolle Besitzdiener. Was wir auch noch brauchen, was ich unschönerweise verdeckt habe, Ihnen aber jetzt freilege rechts unten, einen Besitzdienerwillen. Also dieses subjektive Element, das wir schon gesehen hatten, ich blätter das nochmal gerade zurück in der Folie davor,
Wille zur Sachherrschaft. Beim unmittelbaren Besitz gab es auf der rechten Seite nur das subjektive Element zu besichtigen. Jetzt bei der Besitzdienerschaft ist das subjektive Element nach herrschender Meinung jedenfalls auch noch erforderlich. Auch das steht jetzt hier im 855 nicht drin, aber man darf es wohl reinlesen, auch wenn selten daran fehlen wird. Dieses subjektive Element ist immerhin auch das Einfachste, um zu unterscheiden, ob wir hier einen Besitzer haben oder einen Besitzdiener. Damit Sie das behalten, habe ich es Ihnen in den Notizen nochmal etwas ausgeführt. Wenn wir einen Besitzer haben, nach 854 Absatz 1, dann haben wir jemanden, der selbst besitzen will. Der hat einen Besitzerwille. Das ist das rechte Element aus der grünen Folie. Das ist nicht der sogenannte Eigenbesitzerwille, dazu kommen wir später noch, habe ich sicherheitshalber nur an der Stelle dazu kommentiert. Wenn ich hingegen an der Sache eigentlich gar kein so großes Eigeninteresse habe, sondern einfach jetzt in einem sozialen Kontext unterwegs bin, wo ich halt mit Dingen hantiere, die aber eigentlich, die Dinge, die ich da erledige, die erledige ich für jemand anders, dann habe ich in der Regel einen Besitzdienerwillen. Das heißt, diese Sachherrschaft, die hebe ich nicht für mich selbst aus, sondern für jemand anders. Auch da gibt es nochmal einen verwandten Begriff, der anders belegt ist, den sogenannten Fremdbesitzerwille. Das müssen Sie voneinander scheiden. Wir kommen nachher nochmal dazu, was Fremdbesitzerwille ist. Besitzdienerwille heißt einfach nur, ich will eigentlich gar nicht selbst diese Sachherrschaft haben, sondern ich habe diese soziale Situation, die weist sie mir so zu. Klingt sehr abstrakt, wird aber etwas konkreter, wenn wir uns Beispiele dafür anschauen. Zwei Beispiele, die Sie unmittelbar aus dem Gesetz entnehmen können, habe ich Ihnen bereits gebracht. Einmal lesen Sie vom Haushalt, deswegen sind Kinder in einem Haushalt unterwegs, sind das Standardbeispiel dafür, wie in einem Haushalt jemand Besitzdiener sein kann. Man kann darüber streiten, wie das ist mit dem Rucksack, den ich Ihnen eben als Beispiel gebracht habe. Wenn das Kind einen eigenen Schulranzen, einen eigenen kleinen Rucksack hat, dann können Sie sich jetzt mit Blick auf das subjektive Kriterium schon mal fragen, was will das Kind? Will es diesen Rucksack für sich selbst besitzen? Dann wäre es Besitzer. Oder sagt das Kind, ja, ich bin jetzt halt hier in diesem Haushalt unterwegs und wir nutzen alle irgendwie das Besteck, wenn wir am Tisch sitzen, aber vielleicht würde das Kind auch irgendwie sagen, ja, das Besteck, das ordne ich eigentlich eher so Papa und Mama zu. Ich benutze das nur, weil ich hier was essen muss. Ich glaube, Sie würden bei dem Rucksack sagen, nee, das ist der Rucksack vom Kind. Wohlgemerkt, das geht dann tatsächlich häufig auch mit dem Eigentum an dem Rucksack einher. Ja, das Kind würde auch auf der Eigentumsebene sagen, mir gehört dieser Rucksack. Uns interessiert hier aber noch nicht das Eigentum, uns interessiert hier nur das Besitzverhältnis. Aber das Kind würde sagen, diesen Rucksack, der ist unter meiner Kontrolle und deswegen bei dem Rucksack eher Besitzerwille und damit eher kann das Kind tatsächlich selbst Besitzer sein. Wenn wir hingegen Gegenstände haben, wie zum Beispiel das Besteck am Tisch, ja, wo das Kind auch wahrscheinlich, ist die Frage, ist das Kind mit seinem, hatten Sie das als Kind, so ein kleines Schieberchen? Haben so Kinder manchmal so einen Schieber, mit dem sie auf dem Teller irgendwie das Kartoffelpüree irgendwie zusammenschieben können. Erwachsene haben das nicht. Auch bei dem Schieberchen könnten Sie sagen, na, das ist vielleicht, es gehört auf der Eigentumsebene, wie wir später sehen werden, gehört es vielleicht sogar dem Kind. Manche bekommen das irgendwie auch mal zum frühen Geburtstag geschenkt mit den eigenen Initialen drin, ja. Und wenn es ein Kind des Eigentümer ist, wird es vielleicht auch eher Besitzer sein wollen. Aber wenn es ein Besteck ist, das jetzt nicht speziell für das Kind ist, sondern das alle aufwechselbar benutzen und bei der einen Mahlzeit bekomme ich die eine Gabel, bei der anderen die nächste, dann würden wahrscheinlich alle, die da in diesem Haushalt so mitlaufen, einerseits vielleicht auch die Babysitterin, die mit zu Abend ist, aber auch die Kinder würden sagen, naja, da will ich jetzt nicht Besitzer sein, sondern wenn ich das jetzt in meiner Hand habe, dann esse ich damit und damit bin ich nur Besitzdiener. Es ist eine intrikate Unterscheidung. Das ist nicht ganz einfach, aber vielleicht kommt so ein bisschen raus, worum es hier geht. Als Beispiel habe ich Ihnen in den Notizen reingeschrieben, den Rasenmäher. Das wäre ein vergleichsweise einfaches Beispiel, weil beim Rasenmäher klar ist, das ist beaufsichtigungsbedürftig. Da würden Sie vielleicht sogar schon vom objektiven Element her sagen, ja, ob das Kind den voll unter eigener Sachherrschaft hat, ist ein bisschen schwer. Jedenfalls weiß es, ich fasse den nur mit spitzen Fingern. Das zweite Beispiel, was Sie gut aus dem Gesetz heraus entlehnen können, da ist ja vom Erwerbsgeschäft die Rede, deswegen alles, was im Laden
drin ist, selbst wenn die Eigentümerin, also die Inhaberin eines Ladens, eines Tante-Emma-Ladens, wenn Tante Emma selbst, wenn die nicht da ist gerade, sondern wenn die gerade Urlaub hat und nur ihr Angestellter X ist in diesem Laden drin, dann hat wahrscheinlich dieser Angestellte X die Sachen alle unter seiner Kontrolle. Er hat also die Sacherherrschaft. Aber er macht das ja nur, weil er jetzt halt da angestellt ist und Geld verdienen möchte. Deswegen sagt man bei Angestellten, die sind eben nur Besitzdiener. Weiteres Beispiel. Sie kennen das, haben es vielleicht schon mal gesehen. Die meisten von uns sind wahrscheinlich nicht in teuren Hotels unterwegs, aber wenn Sie da mal vorbeigefahren sind oder aus Filmen oder so, kennen Sie ja, da wird irgendwie der Maserati irgendwie vorgefahren und dann wird er von einem Hotelpagen in die Garage reingefahren. Auch der Hotelpage würde sagen, naja, ich übernehme jetzt tatsächlich den Schlüssel, also das Signet der Sacherschaft, das übernehme ich schon von demjenigen, der hier vorfährt und bringe das Auto schnell in die Garage, aber ich tue das doch eher nur für jemanden anders. Sie können dann darüber streiten, ob der das für den Gast tut oder ob der das für das Hotel tut. Aber jedenfalls will der Hotelpage nicht selbst irgendwie da involviert sein. Er ist nur Besitzdiener. Und streitig zum Schluss ein Fall, den ich glaube ich schon in der letzten Einheit erwähnt habe, der uns vielleicht auch noch manches Mal begegnen wird, weil er so aktuell ist und weil er sicher im Examen in wahrscheinlich allen Bundesländern im Laufe der nächsten 2 Jahre kommen wird. Der Probefahrtfall vom BGH aus September 2020, wo man darüber diskutiert hat, wie ist es eigentlich, wenn ich ein Auto, ich sag mal untechnisch, ausborge für eine Probefahrt, einfach nur einmal mit dem Aston Martin um den Block fahren möchte, bin ich dann Besitzer oder bin ich Besitzdiener? Und bisher tendierte die Rechtsprechung eher dahin zu sagen, so jemand ist nur Besitzdiener. Und der BGH hat jetzt gesagt, nee, das kann durchaus auch ein Besitzer sein. Wenn der das Auto voll übernimmt und wenn er nur 5 Minuten damit herumfährt, dann kann der schon jemand sein, der selbst auch den Besitzwillen für sich hat. Gerade natürlich, wenn er, so war es in dem Probefall des BGH, wenn der dann selbst auch dieses Fahrzeug klauen will und niemals wieder zurückbringen möchte. Wichtig bei allem, das ist vielleicht jetzt nochmal die zentrale Nachricht an der Stelle, ist das, was im 855 ganz am Ende steht. Die Rechtsfolge des 855, so ist nur der andere Besitzer. Die Konstruktion bei der Besitzdienerschaft ist also diejenige, dass wir eine Hilfsrolle haben, die die Besitzdienerin einnimmt und diese Hilfsrolle ist dann nicht selbst Besitzer. Das heißt, der Hotelpage ist nicht 854 Absatz 1 Besitzer, weil an der subjektiven Seite er nur Besitzdienerwillen hat. Und das führt zwangsläufig dazu, dass wir sagen müssen, jemand anders muss Besitzer sein. Also würden wir zum Beispiel sagen, die Eltern sind bei einer Familie Besitzer des Bestecks, von dem alle essen. Bei dem Hotelbeispiel könnte man streiten. Wer ist Besitzer des Fahrzeugs? Wer bekommt die Zutrittskarte zu der Garage? Aus meiner Sicht würde man eher sagen, der Gast selbst bleibt Besitzer seines Autos. Könnte man theoretisch auch noch überlegen, ob der Page Besitzdiener des Hotels sein möchte. Kann man drüber streiten. Und das zeigt uns schon, man kann auch Besitzer sein, wenn man die Sachherrschaft nicht selbst ausübt, sondern jemand anders die Sachherrschaft ausüben lässt. Wenn es also so eine Art indirekte Beziehung zwischen mir und der Sache gibt. Das ist im ersten Zugriff etwas gewöhnungsbedürftig. Natürlich, die einfachen Fälle des unmittelbaren Besitzes sind die, wo ich das Buch in meiner Hand habe. Aber jetzt sehen wir, wenn wir diese Hilfskonstruktion Besitzdienerschaft haben, dann kann ich auch Besitzdiener einer Sache sein, die gerade ganz woanders ist und jedenfalls nicht hier vor mir auf dem Schreibtisch liegt. Und das Hilfsmittel dazu ist eben diese Besitzdienerschaft. Es wird später relevant. Wir diskutieren es jetzt an der Stelle nur abstrakt, aber später, wenn wir uns darüber sprechen, zum Beispiel, wie sich Eigentümer mit Besitzern auseinandersetzen müssen, dann müssen wir wissen, wer ist halt Besitzer. Und da können wir beim Besitzdiener sagen, ne, kein Besitzer, ist eben nur Besitzdiener. Und wenn man es ganz schwierig treiben will, das habe ich Ihnen nur angedeutet in den Notizen auf dieser Folie, dann gibt es natürlich, kann man einen Keil treiben zwischen Besitzer und Besitzdiener, zum Beispiel auf der subjektiven Ebene.
Stellen Sie sich vor, etwas im Vorgriff, falls Sie das schon mal gehört haben, bestimmte Dinge können auch mal von Dieben gutgläubig erworben werden. Na, von Dieben vielleicht nicht, bei abhanden kommen ist das immer so eine Sache, aber von jemandem, der etwas unterschlagen hat, also zum Beispiel bei einer Probefahrt wäre das so, können sie gutgläubig erworben werden von Dritten. Und dann ist immer die Frage, ja, wer muss denn hier gutgläubig sein? Der Erwerber, wann muss er gutgläubig sein? Wie ist es, wenn eine Hilfsperson einschaltet? Und der Besitzdiener, der ist so eine Hilfsperson, da kann man sich fragen, wie ist es eigentlich, wenn der Hintermann, also wenn der echte Besitzer, wenn der bösgläubig ist, gutgläubig ist, der Besitzdiener aber bösgläubig. Und da wird regelmäßig der Versuch sein, Bösgläubigkeit nach hinten zuzurechnen. Und da habe ich mir hier schon mal draufgeschrieben, 166 BGB analog ist die Vorschrift, die man da nimmt. Das habe ich Ihnen aber hier nur draufgeschrieben, damit Sie das, die Vorschrift für Ihre Unterlagen haben in diesem Themenkreis Besitzdienerin. Wir kommen aber später nochmal darauf zurück. Das heißt, wenn dieses Beispiel jetzt etwas zu schnell gegriffen war für Sie, ist das überhaupt kein Problem. Also, schon mal zwei wichtige Formen von Besitz bzw. besitzähnlichen Verhältnissen kennengelernt. Eine füge ich noch hinzu und das ist vielleicht die komplizierteste, nämlich der sogenannte mittelbare Besitz. Immerhin, dazu steht relativ viel im Gesetz drin. Schlagen Sie mal den 868 auf. Das ist jetzt leider nicht gerade in der Ecke, also wenn Sie sich das kommentieren dürften, dürften Sie zumindest, bis Sie das auswendig können, neben dem 854 oder 55 vielleicht den 868 dazuschreiben, aber irgendwann sollten Sie diese Norm auch auswendig ansteuern können. Und wir lesen sie mal. Besitzt jemand eine Sache als Nießbraucherin, Pfandgläubigerin, Pächter, Mieter, Verwahrer oder in einem ähnlichen Verhältnis, vermöge dessen er einer anderen gegenüber zum Besitz auf Zeit berechtigt ist, so ist auch der andere Besitzer. Also, wiederum, wie bei der Besitzdienerschaft, haben wir hier zwei Personen, die in Betracht kommen für die Besitzerstellung. Und wir erinnern uns, beim Besitzdiener nach 855 hatten wir ganz am Schluss gelesen, so ist nur der andere Besitzer, also ist nur der Hintermann Besitzer und vorne, das ist eben nur die kleine Assistenzperson, der Besitzdiener. Hier in 868 sagen uns jetzt die Worte, letzten Worte, so ist auch der andere Besitzer. Das heißt, hier haben wir tatsächlich eine gestufte Verhältnis von zwei Personen, die beide eine gewisse Beziehung zur Sache haben. Einer steht vorne, einer steht hinten. Aber die Rechtsfolge ist, so sind, ist auch der andere Besitzer. Das heißt, es sind beide Besitzer. Immerhin, damit es gleich plausibel wird, die Beispiele dafür, die liefert uns der 868 direkt mit. Der Nießbrauch ist jetzt eine dingliche Konstellation, die wir noch näher kennenlernen wollen, deswegen lassen wir die mal weg. Auch die Pfandgläubiger könnten Ihnen schon im Mietrecht begegnet sein, aber nehmen wir mal einfach eine ganz einfache Konstellation, nämlich die Situation eines Mietverhältnisses, weil die Ihnen vielleicht auch aus Ihrer privaten Wohnungsmiete relativ gut vor Augen steht. Und da nehme ich Sie jetzt noch mal mit in mein Zeichenpad, was ich mir mal hier gerade suchen muss. Da. Und ich male Ihnen das einfach nochmal auf. Das ist eine sehr, sehr simple Zeichnung. Aber egal. Wir haben zwei Personen, die hier eine Rolle spielen. Das ist einerseits V und andererseits H. V und H steht für Vordermann und Hinterfrau. Also, das sind jetzt keine gesetzlichen Begriffe, sondern untechnisch gesprochen. Wir haben eine Person, die ist näher an der Sache und die andere Person, die ist ein bisschen weiter weg. Und die Sache, wie leider etwas zu häufig, ist jetzt hier mal ein Auto. Viele andere Dinge kann ich nicht zeichnen. Wie soll ich eine Wohnung zeichnen? Sie sehen es mir nach. Dieses Auto ist also näher bei V. Deswegen sage ich hier, das ist der Vordermann in unserem Verhältnis. Was sagt uns jetzt
der 868 dazu. Erst einmal, wir haben ein schuldrechtliches Verhältnis zwischen diesen beiden Personen. Das muss dieser ganzen, mittelbaren Besitzkonstruktion zugrunde liegen. Und dieses schuldrechtliche Verhältnis sind ein paar Beispiele gegeben und eines dieser Beispiele ist eben das Mietverhältnis. Das wissen Sie, ist ein Mietvertrag, den zeichne ich in grün ein. Mein Stift ist runtergefallen. Jetzt ist er wieder da. Und hier ist Ihr Mietvertrag 535. Schuldrechtliches Verhältnis zwischen den beiden Personen. Das ist so ein bisschen die Grundlage. Und jetzt schauen wir uns dinglich an, was da passiert. Sie wissen ja, wäre das jetzt ein Kaufvertrag, würden Sie wahrscheinlich mit dem Basic-Sachenrecht, das Sie ja eh schon können, jetzt da als blaue Beziehung eine Übereignung reinmalen, ja, 929 Satz 1. Das haben wir aber jetzt nicht, weil ja in Erfüllung eines Mietvertrags wird natürlich kein Eigentum an der Mietwohnung übergeben, sondern in Erfüllung eines Mietvertrags wird nur der Besitz übergeben. Wie diese Übergabe funktioniert, sehen wir gleich noch. Aber ich schreibe jetzt einfach mal als dingliche Hausnummer mal den 868 dran. 868 als die Vorschrift, aus der wir jetzt entnehmen können, wer hier welche Form von Besitz bekommt. Und was sagt uns der 868? Der sagt uns zwei Sachen. Erstens, ganz am Ende sagt er uns, beide Herrschaften sind Besitzer. 868 sagt hier, lieber V, du bist Besitzer. V der Vorderperson, das wäre in diesem Fall die Mieterin. Das könnte ich vielleicht grün darüber schreiben. Dann machen wir ihn männlich, Mieter. Und hier grün auf der schuldrechtlichen Ebene haben wir hier die Vermieterin. Die H heißt, weil sie die Hinterfrau ist. Also die Person, die etwas weiter entfernt von der Sache ist. Und was der 868 erstmal sagt hier ist, ist auch der andere Besitzer, das heißt, beide sind Besitzer. Das verwundert uns nicht so sehr beim V als vielmehr bei der H. Denn wenn jetzt das Auto von H schon an V gegeben wurde und V darf damit zwei Tage durch die Gegend cruisen, dann sagen wir ja klar, was wir hier haben, ist 854 Absatz 1. Klar, unmittelbare Besitzer. Weil V sowohl die Sachherrschaft hat, der hat die Schlüssel in seiner Tasche, als auch hat er den entsprechenden Besitzerwillen, der will jetzt mit diesem Auto zwei Tage durch die Gegend fahren. Wie ist es aber hier? Da sagt uns jetzt der 868, die H, die ist Besitzerin, aber wir wundern uns, denn jedenfalls unter 854 Absatz 1 scheint das Ganze nicht zu passen, denn schon mit der Sachherrschaft haben wir unsere Probleme. Und tatsächlich, was wir hier haben, ist eine Sonderform von Besitz, nämlich der sogenannte mittelbare Besitz. Das bedeutet, unsere H ist sogenannte mittelbare Besitzerin. Sie könnten auch sagen, das ist so eine Art konstruierter, indirekter Besitz. Wenn das kein Mietvertrag ist, Sie sehen, was dieser Beziehung sonst zugrunde liegen kann, andere Verträge, ein Verwahrungsvertrag etwa, zum Beispiel, wenn Sie an der Opernkasse irgendwie Ihren Mantel abgeben, ja, dann würden Sie sagen, pass mal bitte, liebe Verwahrerin, pass mal die zwei Stunden darauf auf. Dann haben wir so ein ähnliches Verhältnis, der Besitz wird jemandem anders anvertraut und wir haben Sie als Manteleigentümerin sind die Hinterperson, das heißt, Sie wären dann mittelbare Besitzerin, während Sie in das Konzert oder in die Oper reingehen und die Person, die in der Verwahrstelle sitzt, die ist unmittelbare Besitzerin. Aber wichtig, nach 868 sind sie beide Besitzerin. Manchmal wird diskutiert, ob auch eine GOA ein solches Besitzrecht vermitteln kann und da sagt die ganz herrschende Meinung, nein, kann sie nicht. Darauf kommen wir aber später nochmal, wenn wir uns über Besitzrechte Gedanken machen. Was sind,
ich habe Ihnen das, vielleicht das nochmal jetzt dazwischen, ich habe Ihnen das auch noch in eine entsprechende billige Grafik, nachdem Sie das jetzt hier alles mitgekritzelt haben, in eine billige Grafik überführt. Die ist hier, hat jetzt wieder eine andere komische Pastellfarbe, aber manchmal nehme ich auch unterschiedliche Farben, damit sich das bei Ihnen vielleicht mit dieser Farbe irgendwie, wenn Sie so ein bisschen farbig denken, besser einprägt. Da sehen Sie jetzt wiederum beim mittelbaren Besitz, damit das zustande kommt, brauchen wir wiederum besondere Voraussetzungen. Wir haben einerseits die tatsächliche Sachherrschaft, wo sie sich auf der linken Seite vielleicht sogar dazu notieren könnten. Hier, diese tatsächliche Sachherrschaft hat erstmal nur die unmittelbare Besitzerin. Und damit das ein solches Besitzmittlungsverhältnis wird, wo ich den Besitz auch gleichzeitig jemand anderen mittle, Sie könnten das, da gehe ich jetzt nochmal kurz zurück zu meiner Zeichenfläche. Die hat hier noch ein Synonym, nicht so müsste ich schreiben, die heißt nämlich auch Besitzmittlerin. Also sie ist sowieso nach 854 Absatz 1 unmittelbare Besitzerin, aber in diesem, der 868 sagt jetzt, sie mittelt auch der mittelbaren Besitzerin den Besitz. Ja? Sonst könnte unsere mittelbare Besitzerin gar nicht Besitzerin sein, wenn ihr der Besitz nicht durch die, in diesem Fall Mieterin V, gemittelt wurde. An diese Terminologie muss man sich mal ein bisschen gewöhnen. Aber gut, haben Sie sich das vielleicht nochmal mitgemerkt. So, damit wir diese Konstruktion jetzt überhaupt entstehen lassen können, brauchen wir eine Reihe von Voraussetzungen, die ich Ihnen auf dieser Folie angedeutet habe, die Sie ansonsten aber auch nochmal in den Notizen zu dieser Folie finden. Nämlich, Sie brauchen erstmal ein Besitzrecht. Dieses Besitzrecht ist das, was in 868 drinsteht, also irgendwie einen schuldrechtlichen Vertrag. Zum Beispiel den Mietvertrag, zum Beispiel einen Leihvertrag, zum Beispiel einen Verwahrungsvertrag, sonst etwas. Dieser Vertrag muss nicht wirksam sein. Es kann auch sein, dass der Mietvertrag unwirksam ist, weil Sie irgendwie noch 17 waren und keine Genehmigung haben. Trotzdem sind Sie schon Besitzerin geworden und weil diese gesamte Besitzgeschichte eben nur ein faktisches Herrschaftsverhältnis zum Ausdruck bringt, deswegen ist es egal, ob der zugrunde liegende schuldrechtliche Vertrag wirksam war oder nicht. Zweite Voraussetzung, die ich hier rechts in die obere Zeile zusammengefasst habe, ist, dass dieses Besitzrecht temporär sein muss. Und dieses Temporäre, das drückt sich aus in einem, wie man sagt, Herausgabeanspruch am Ende der Zeit. Herausgabeanspruch am Ende der Zeit. Das bedeutet, wenn dieses Schuldrecht ausgelaufen ist, wenn Ihre Mietzeit vorbei ist, dann gibt es einen Anspruch Ihrer Vermieterin gegen Sie als Mieterin, dass Sie bitte diese Wohnung wieder einigermaßen besenrein zurückgeben. Oder wenn Sie eine Sache ausgeliehen haben, dann gibt es auch da den Anspruch des Verleihers, dass die Sache am Ende der Leihzeit wieder zurückgegeben wird. Und selbst dann, wenn der Leihvertrag unwirksam ist oder der Mietvertrag, weil Sie selbst zum Beispiel noch minderjährig waren, dann gibt es einen solchen Rückgabeanspruch und der folgt, wie Sie wissen, dann aus dem Bereicherungsrecht. Ohne Rechtsgrund Besitz erlangt einer bestimmten Sache. Wahrscheinlich häufiger zieht man das, was ich jetzt hier temporäres Besitzrecht zusammengezogen habe, in einen Begriff in zwei Voraussetzungen auseinander. Einmal dieses schuldrechtliche Grundverhältnis, zum anderen dieser aus diesem schuldrechtlichen Grundverhältnis erwachsende Herausgabeanspruch am Ende der Zeit. Und was wir auch noch brauchen, ist der Fremdbesitzerwille. Das kennen Sie jetzt schon, das subjektive Element. Das ist jetzt so ähnlich wie der Besitzdienerwille, den wir eben kennengelernt haben, aber eben doch ein bisschen anders. Denn beim Fremdbesitzerwillen ist es so, dass ich schon selbst Besitzer sein möchte, aber mit diesem Besitzerwillen, den wir uns auf der grünen Folie rechts angeschaut haben, mischt sich jetzt gewissermaßen dieses für einen anderen den Besitz auch mitteln wollen. Also so wie wir sagen, wir haben hier beim 868 zwei Besitzer, den Besitzer vorne und die Besitzerin hinten, spaltet sich auch der Wille der Person, die vorne steht, auf in einerseits einen eigenen Besitzwillen und andererseits einen Besitzmittlungswillen, wo ich sage, ich möchte gewissermaßen auch ein bisschen für meine Hinterfrau besitzen. Denn ich weiß ja, es ist am Ende des Tages ihre Mietwohnung, die sie mir da überlassen hat.
Sie können jetzt kritisch sagen, das ist ein bisschen gekünstelt. Ja, fragen Sie mal Laien, ob die jetzt da in ihrem subjektiven Willen irgendwie so starke Differenzierung machen. Dafür hätte ich Verständnis. Zugleich, wenn Sie versuchen, juristisch eben in Kategorien zu fassen, was die Laien da so denken, lässt es sich zumindest, glaube ich, einigermaßen nachvollziehen. In die Notizen zu dieser Folie habe ich Ihnen noch zwei weitere Beispiele reingeschrieben für Besitzmittlungsverhältnisse, BMV, kürzen auch manche das ab, so bezeichnet man das Gesamtkonstrukt. Nämlich einmal die Testamentsvollstreckerin. Können Sie sich gut vorstellen, eine Testamentsvollstreckerin ist eine Person, die im Erbrecht eine Rolle spielt und die nicht selbst erbt, aber wenn die Erbschaft irgendwie kompliziert abzuwickeln ist, dann hilft sie so ein bisschen, die Sache aufzuteilen, vielleicht das eine oder andere zu veräußern, zu versilbern und hilft dabei insgesamt den Erblasserwillen zur Durchsetzung zu verhelfen. Und die Testamentsvollstreckerin, die muss regelmäßig auch den Nachlass in ihren Besitz nehmen, das heißt, sie hat den Schlüssel zum Haus zum Beispiel. Aber natürlich tut sie das auch nur für die Erben, weil sie letztlich nicht selbst irgendwie mit der Sache was zu schaffen hat, sondern sie tut das, man könnte sogar Besitzdienerschaft, könnte man drüber nachdenken, weil sie das letztlich auch, sie bekommt ja auch Geld von den Erben, dafür, dass sie Testamentsvollstreckerin ist. Aber sie ist also hart an der Grenze, auch zur Besitzdienerschaft, aber bei der Testamentsvollstreckerin würde man im Unterschied zu Angestellten im Erwerbsgeschäft tatsächlich sagen, dass sie auch selbst Besitzerin ist, vielleicht auch, weil sie relativ autonom mit diesen Gegenständen umgehen kann. Nur gesetzlich gebunden. Aber sie hat eben diesen Fremdbesitzerwillen, sie besitzt für jemand anders daher das Besitzmittlungsverhältnis. Und diskutieren können Sie das dann noch bei der Geschäftsführung ohne Auftrag? Bei der Geschäftsführung ohne Auftrag ist es einerseits so eine Sache mit dem schuldrechtlichen Grundverhältnis. Ist die GOA ein schuldrechtliches Grundverhältnis? Ich habe eben schon gesagt, herrschende Meinung verneint das. Und dann können Sie eben noch darüber diskutieren, wie das ist mit dem Fremdbesitzerwillen. Ansprechen könnten Sie das. Zu den entsprechenden Beispielen kommen wir später im Sachenrecht dann dran. Letzte Vorschrift, die ich Ihnen an der Stelle als zusätzliche Verkomplizierung kurz vorstellen möchte, ist der Paragraph 871. Was der sagt, steht schon direkt drüber. Mehrstufiger mittelbarer Besitz. Man kann die gesamten Ketten, über die wir hier sprechen, bisher haben wir nur eine Zweierkette gebildet, aber die kann man theoretisch natürlich noch weiter fortsetzen. Also ich könnte Ihnen jetzt hier nochmal meine Zeichnung einblenden und könnte das Ganze jetzt zu einem Untermieterverhältnis machen, ja. Ich beim Auto weniger gut vorstellbar wie als bei einer Wohnung. Also wenn ich jetzt hier noch eine Person dran zeichnen würde, das wäre jetzt hier X da oben, das können Sie kaum mehr sehen. Ja, Sie können es gerade noch sehen, ja. Und jetzt hätten wir auch da wieder einen, ich habe es schwarz gezeichnet, aber wir müssten einen grünen Mietvertrag machen, eigentlich das gleiche in grün. Und da könnte ich jetzt auch wiederum einen blauen Strich noch dran machen und auch wieder eine 868 dran machen. Dann würde ich sagen, der X ist zum Beispiel jemand, der, nehmen wir jetzt kein Auto, sondern eine Wohnung ganz ursprünglich vermietet hat. Und der H ist hier nur die Untervermieter, ist hier nur die Person, die mietet und untervermietet. Dann hätten wir einen gestuften mittelbaren Besitz. Hätten wir hier am Ende der Kette einen unmittelbaren Besitzer und auch die Person, die hier mittelbare Besitzerin wäre, die wäre ihrerseits nochmal Besitzmittlerin für die Person hier oben. So können Sie das theoretisch endlos fortsetzen. In einer schwierigen Sachenrechtsklausur kann das tatsächlich mal eine Rolle spielen und dann ist es vielleicht nicht schlecht, den 871 irgendwie auf dem Radar zu haben. Auch auf diese Vorschrift werden wir nochmal eingehen. Ja, da haben Sie an der Stelle zumindest schon mal gehört. Der letzte Bullet Point auf der Folie zum Besitzmittlungsverhältnis ist jetzt etwas, was Sie vielleicht mal gehört haben dürften, was aber eine absolute Mendemeinung ist, aber die wird durch schwierige Klausuren immer noch mal so ein bisschen mitgeschleppt. Es gibt eine bestimmte Situation, wo wir eine Person haben, die vorne steht, aber zwei potenzielle Personen, die dahinter stehen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Auto ausgeliehen und jetzt erfahren Sie nach, und bis dahin würde man sagen, okay, Sie sind unmittelbare Besitzerin und Sie sind gleichzeitig Besitzmittlerin für die Verleiherin. Wunderbar, und diese Verleiherin ist jetzt mittelbare Besitzerin.
Und jetzt erfahren Sie als unmittelbare Besitzerin nachträglich, dass das Auto gar nicht der Verleiherin gehört, sondern sie hat sich da nur so aufgespielt, als würde ihr das Auto gehören. Eigentlich gehört das der Person X, die Sie jetzt gerade erst kennenlernen. Jetzt könnte das, wenn Sie das glauben, dass das Auto tatsächlich der X gehört, könnte das dazu führen, dass Sie nunmehr sagen, okay, ich bin hier, mittle gerne den Besitz, aber ab jetzt möchte ich den Besitz nicht mehr mitteln für die Verleiherin, weil ich davon überzeugt bin, dass die mir das gar nicht verleihen durfte, die hat das Auto geklaut oder so, aber von nun an mittle ich den Besitz für X. Also eine Konkurrenz zwischen zwei Hinterpersonen. Und wenn dann nicht so ganz klar ist, für wen die Vorderperson den Besitz mittelt, dann spricht man oder spricht eine Mindermeinung vom sogenannten Nebenbesitz. Also wir haben ein Nebeneinander von zwei Hinterpersonen, wo man sich dann Gedanken darüber machen muss, ob die vielleicht beide mittelbare Besitzer sind. Die Lehre vom mittelbaren Nebenbesitz, die würde das annehmen, hat sich nicht durchgesetzt und aus meiner Sicht ist es auch viel einfacher zu lösen, nicht nur aus meiner Sicht, über die subjektive Seite. Man muss ganz einfach fragen, bei der Vorderperson, bei der unmittelbaren Besitzerin, ja, für wen willst du denn jetzt halt gerade besitzen? Ja? Und wenn sie halt, solange sie noch für ihre Verleiherin besitzen möchte, dann sagt man halt, dann mittelt sie der den Besitz, dann ist das halt die mittelbare Besitzerin und sobald sich dieser subjektive Element bei der unmittelbaren Besitzerin ändert, mittelt sie halt jemandem anders den Besitz. Hängt von diesem subjektiven Element ab. Aber dieses Begriff Nebenbesitz, den gibt es sonst im Gesetz nicht. Den hat diese Lehre, die da auch schon Jahrzehnte alt ist, irgendwann mal erfunden und Sie sollten den einzuordnen wissen. Insgesamt nochmal Rückschau, wenn Sie diese Folie jetzt gerade noch vor sich haben, denken Sie daran, tatsächliche Sachherrschaft haben wir hier bei der Person, die vorne steht und eine eher konstruierte Besitzposition bei der Person, die hinten steht. Schwierig, glaube ich, das beim ersten Mal zu durchdringen. Insofern für Sie wiederholungsbedürftig. Zugleich, je häufiger Sie mit sachrechtlichen Fällen hantieren werden, desto mehr wird sich diese schwierige mittelbare Besitzkonstruktion für Sie irgendwie zum Selbstverständlichen werden. Und also ich verspreche Ihnen, wenn das für Sie jetzt neu war, wenn Sie es zum ersten Mal gehört haben, ist es nicht so schlimm, das schleift sich schon ein. Damit haben wir schon einiges kennengelernt von dem, was ich Ihnen in der nächsten Folie jetzt einfach nochmal zusammenfassen möchte. Die Folie ist so überschrieben wie die gesamte Einheit. Schauen Sie mal hier. Besitzformen. Das, was wir uns gerade angeschaut haben, das steht hier gerade in der Mitte. Gestufte Besitzermehrheit habe ich das mal abstrakt genannt. Wenn ich mehrere habe, die hintereinander stehen, dann nehme ich den 868 mit dem mittelbaren Besitz. Und wenn ich keine Stufe habe, dann bin ich beim unmittelbaren Besitz. Dann habe ich im Zweifel aber auch nur eine Person und kein Zwei- oder Drei-Personen-Verhältnis. Schauen wir vielleicht zunächst nach unten in diese Tabelle. Während wir uns fragen, warum ich das so geordnet habe. Aber manchmal fließt der Lauf der Vorlesung eben etwas anders. In der untersten Zeile sehen Sie etwas, was ich bezeichnet habe als gleichrangige Besitzermehrheit. Das ist also kein Vorderfrau-Hinterfrau-Person, sondern sind zwei nebeneinander und haben beide Anteil an dem Besitz. Und wie sie Anteil haben, das lässt sich auseinanderhalten, das blende ich Ihnen jetzt auch nochmal voll ein, in zwei Unterformen, nämlich einerseits den Mitbesitz und andererseits den Teilbesitz. Da gibt es auch zwei Vorschriften dazu, die könnten Sie mal so aus dem Augenwinkel sich anschauen, nämlich den 865, 866. Die spielen eigentlich erst in der nächsten Einheit eine Rolle, aber Sie finden schon mal so grobe Definitionen davon. Ich fülle das aber für Sie direkt mit Beispielen, damit Sie sofort klar sehen, was darunter zu verstehen ist. Der Mitbesitz heißt, mehrere Personen sind gleichzeitige Besitzer einer gesamten Sache. Also schauen Sie in das Beispiel, das ich in den Notizen gebracht habe, ein Beispiel aus dem Erbrecht. Wir haben mehrere Erben und die sagen, wir trauen einander nicht über den Weg. Wir wissen nicht, ob hier jemand vielleicht etwas klauen könnte. Wir sagen der Bank, die auf dem Tresor sitzt, du darfst hier nicht einzelne Erben dran lassen, sondern von uns drei Geschwistern immer nur den Tresor dann bitte öffnen, liebe Bank, wenn wir drei, alle drei hier auftauchen. Das heißt, der Bankangestellte am Schalter gibt den Schlüssel zum Tresor nur raus, wenn alle drei gleichzeitig auftauchen.
Da können Sie sich sogar auch fragen, ob jetzt der Typ am Bankschalter, ob der oder die Bank als solche, das Unternehmen, ob das Besitzdiener sind. Vielleicht ist es so, dass der Typ am Bankschalter ist Besitzdiener an dem Tresor und die Bank ist unmittelbare Besitzerin. Könnten Sie so, so konstruieren, dann würden Sie sich fragen, wer denn auf der Stufe des gemittelten Besitzes, also auf der Stufe des Hintermanns, wie denn die Erben dazu zum Zuge kommen. Und da würden wir sagen, diese Erben haben Mitbesitz. Sie sind alle Besitzer des gesamten Gegenstands. Keiner kann ohne die anderen. Sie müssen diese Besitzmittlungskomplikation an der Stelle nicht reinfügen. Sie können auch einfach ohne eine solche Stufe zusätzlich sich vorstellen und einfach sagen, die Erben, von denen hat jeder Zugriff auf den gesamten Safe, allerdings nur miteinander, und dann sind es Mitbesitzer. Hätten Sie tatsächlich jeder von den Erben auch einen eigenen Schlüssel, ohne dass die anderen mit von Appetit werden, würde man sogar auch als Mitbesitz bezeichnen. Allerdings wäre es dann nicht der sogenannte qualifizierte, sondern der einfache Mitbesitz. Diese Unterscheidung habe ich Ihnen jetzt aus den Notizen noch weggehalten, die ist nicht so wichtig. Wichtig ist nur, der Mitbesitz, der bezieht sich auf die gesamte Sache und alle haben Zugriff auf die gesamte Sache. Können Sie sich vielleicht ein bisschen, das ist eine ziemlich gewagte Parallele, aber bei der Gesamtschuld wissen Sie, da müssen auch alle, kann jeder in Anspruch genommen werden, müssen alle zahlen. Also vergessen Sie es sofort wieder, das ist sehr, sehr krumm, ja, geht jetzt auch schnell über das Trennungsprinzip hinaus, aber es geht darum, dass ich die gesamte Sache, Zugriff auf die gesamte Sache habe, als einer von denen, die hier Besitzer sind. Und der Unterschied wird schnell klar, wenn wir nach rechts unten schauen, auf die andere Form einer gleichrangigen Besitzermehrheit, nämlich den Teilbesitz. Da haben wir eine Sache, aber irgendwie auf dieser Sache ist irgendwo eine Grenze eingezeichnet und daran halten sich die Leute. Also stellen Sie sich vor, Sie haben das Grundstück, Gemarkung so und so, Parzelle XY und da sitzen zwei Schwestern drauf. Dieses Grundstück würde nie geteilt. Wäre es geteilt worden, würde man sagen, das sind zwei verschiedene Dinge, das sind zwei verschiedene Sachen und jede der Schwestern besitzt eines dieser Grundstücke. Aber dieses Grundstück ist nie geteilt worden, ist deswegen eine einheitliche Sache. Die haben da nur irgendwann mal einen Zaun aufgestellt. Oder haben gesagt, da, wo das Gras aufhört, da soll mein Teil des Grundstücks sein. Und in diesen Fällen sprechen wir von Teilbesitz. Da sagt nämlich jede Schwester, nee, ich habe nicht das ganze Grundstück für mich, sondern ich habe Sachherrschaft nur auf einen Teil dieser Sache. Das etwas geläufigere und auch in Lehrbüchern häufiger anzutreffende Beispiel ist dasjenige, das Sie vielleicht aus Ihrer WG kennen. Da würden Sie auch sagen, die Wohnung als solche ist erstmal eine Eigentumswohnung wahrscheinlich, die an Sie vermietet wurde. Das heißt, die einzelnen Zimmer sind keine einzelnen Sachen im Sinne des 90 BGB. Aber Sie haben das unter sich aufgeteilt und Sie dürfen nicht einfach so in das WG-Zimmer Ihrer Mitbewohnerin gehen und, weil Sie das nicht dürfen, Teilbesitz. Mitbesitz wäre wiederum an der Küche und am Bad wahrscheinlich, aber Teilbesitz an den einzelnen Privaträumlichkeiten der WG-Bewohnerin. Das ist bedeutsam, wie wir in der nächsten Einheit sehen werden und wie ich in den Notizen hier schon angedeutet habe, für den Besitzschutz, für also Ansprüche zum Beispiel, wenn jetzt jemand doch in das fremde WG-Zimmer reingeht. Wenn es Teilbesitz ist, dann gibt es Besitzschutz, beim Mitbesitz nicht, sehen wir nächste Woche nochmal, ergibt sich aber auch aus den 865, 866. Und zum guten Schluss noch die oberste Zeile in dieser Übersicht, wonach kann man hier noch differenzieren bei Besitztypen? Sie sollten auch mal gehört haben vom Eigen- und Fremdbesitz. Eigen- und Fremdbesitz. Da geht es um die Frage, ob ich die Sache, die ich besitze, ob ich denke und meine und beanspruche, dass es mein eigenes Eigentum ist, oder ob ich weiß und respektiere, dass diese Sache jemandem anders gehört. Also, das Buch, das ich jetzt hier vor mir habe, das habe ich irgendwann mal in der Uni-Buchhandlung gekauft. Da halte ich mich ziemlich guten Glaubens für den Eigentümerin, das habe ich in Eigenbesitz. Wären wir in einer Präsenzveranstaltung und ich hätte kein BGB dabei und ich würde, wie es manche von meiner Zunft machen, dann in die erste Reihe gehen und mir dort eins ausborgen, dann würde ich völlig
nicht in Abrede stellen, dass das ihr BGB bliebe. Deswegen wäre ich, wir hätten ein Leihverhältnis, wir hätten ein mittelbares Besitzverhältnis, aber es wäre klar, ich besitze für jemand anders. Das ist der typische Fall eines Besitzmittlungsverhältnisses 868, dass ich so einen Fremdbesitz habe. Ich anerkenne, respektiere, dass die Sache jemandem anders gehört. Damit spielt diese Unterscheidung mit Blick auf den Besitzwillen tatsächlich auch schon rein in die Frage des Eigentums, die wir bisher außen vor gelassen haben. Aber weil sich der Begriff auf den Besitz bezieht, müssen wir hier diese Brücke schon schlagen. Eigenbesitz versus Fremdbesitz. Warum mache ich diese Unterscheidung? Es gibt bestimmte Vorschriften, die daran anknüpfen. Schauen Sie mal rein in das, was ich Ihnen in die Notizen reingeschrieben habe. Der 872, der definiert den eigenen Besitz. Und dann den 900, 900 und den 937. 900 und 937 lernen wir später noch näher kennen. Da geht es um die sogenannte Ersitzung von Mobilien oder Immobilien. Und Sie haben vielleicht das abstrakte Wissen, dass eine Sache oder ein Grundstück, das ich eine halbe Ewigkeit in meinem Besitz hatte, dass ich das irgendwann tatsächlich auch mal Eigentümer werden kann, ohne dass jemals mir das jemand wirksam übereignet hat. Einfach nur deswegen, weil die Sache in meinem Besitz war. Und das ist wichtig, weil ich gedacht habe, dass ich Eigentümer bin. Und dieses Denken, dass ich Eigentümer bin, das ist das, was den Eigenbesitz ausmacht. So ist der Eigenbesitz im 872 definiert. Also spielt für andere sachenrechtliche Institute eine Rolle, aber ich dachte, es ist gar nicht schlecht, wenn Sie zu diesem frühen Zeitpunkt dieser Vorlesung eine Folie haben, die Ihnen im Grunde genommen alle Besitzformen, die es da so gibt und die besondere Begriffe haben, einmal anschaulich einander gegenüberstellt. Nicht auf der zuletzt eingeblendeten Folie finden Sie den Besitzdiener, aber der Besitzdiener ist eben auch nicht selbst Besitzer, sondern wie wir gesehen haben, erfüllt nur eine Hilfsrolle. Und der letzte Punkt für die heutige Einheit ist einer, mit dem eigentlich das BGB in 854 schon begonnen hat und mit dem es in 856 und 857 noch weitermacht, nämlich die Frage, nicht das statische Bild, wer ist eigentlich heute Besitzer, sondern das etwas dynamischere Bild, wie kann ich eigentlich Besitzerin werden und wie kann ich den Besitz an einer Sache auch wieder verlieren? Das Gute ist, wir haben gar nicht mehr viel Zeit dafür, wir brauchen es auch nicht. Das Gute ist nämlich, wir haben die Grundlagen dafür schon gelegt, denn wenn ich Besitz erhalten möchte, dann muss ich halt irgendwie die Voraussetzungen mir an Land ziehen, im einfachsten Fall des unmittelbaren Besitzes, ich blende Ihnen das nochmal ein, auf der ersten Folie gesehen habe. Ich muss, sagt uns der 854 Absatz 1, diese tatsächliche Sachherrschaft, und wir lesen auch den Willen zur Sachherrschaft, irgendwie, den muss ich übernehmen. Relativ einfach. Und, sagt uns der 856, wenn ich das Ganze wieder aufgebe, entweder, weil ich jetzt nicht mehr Besitzer sein möchte, oder vor allen Dingen, sagt uns der 856, wenn ich die Sache irgendwie weggebe, aus meiner Herrschaft ausgliedere, klar, dann bin ich nicht mehr Besitzer. Das ist eigentlich relativ einfach. Das bedürfte, das Gesetz spricht davon relativ ausführlich, das bedürfte aber eigentlich keiner besonderen Hervorhebung mehr. Ein bisschen schwieriger wird es allerdings dann, wenn ich den Besitz nicht gewissermaßen aus dem Nichts aufnehme oder in das Nichts wieder zurückgebe, sondern wenn ich den Besitz von A auf B übertrage. Das habe ich jetzt in der letzten Folie für heute nochmal versucht, Ihnen ein bisschen symbolhaft darzustellen. Also diesen beiden Hauptpunkte, nämlich Sachherrschaft und Besitzerwillen, die müssen zuerst bei A da sein. Das ist das, was links oben abgebildet ist. Und dann mit dem roten Pfeil gehen Sie auf B über. Und für diesen Übergang dieser Besitzelemente hat sich ein Begriff eingebürgert, auf den wir noch beim Eigentumsrecht zu sprechen kommen werden. Aber weil es ein Begriff ist, der sich rein auf das Tatsächliche bezieht, glaube ich, ist es richtig, ihn hier bereits einzuführen. Dieser Begriff heißt Übergabe. Übergabe ist Besitzwechsel und hat drei Voraussetzungen und diese stehen unmissverständlich in der Sprechblase auf dieser Seite. Nämlich erstens, wenn der Besitz wirklich übergehen soll, wenn wir eine Übergabe haben wollen, das kennen Sie ja sogar aus dem Schuldrecht, dass das geschuldet ist,
zum Beispiel beim Kaufvertrag aus 433. Dann brauchen wir erste Voraussetzung, dass jegliche Sachherrschaft beim, ich nenne ihn mal, weichenden Besitzer endet. Der darf sich nicht noch ein kleines Stück Sachherrschaft übrig behalten. Denken Sie an das Beispiel mit dem Schlüssel, das ich Ihnen gebracht habe, für ein Auto oder für eine Wohnung. Wenn ich meiner Vermieterin am Ende der Mietzeit schulde ich ihr aus dem Mietvertrag heraus, dass ich ihr die Wohnung wieder zurückgebe. Das heißt, ich muss die Wohnung wieder an sie übergeben. Wenn ich jetzt aber einen Schlüssel mir nachgemacht habe oder einen Schlüssel, weil sie nicht weiß, dass sie mir 4 statt 3 überlassen hat, zurückbehalte, dann gebe ich nicht jegliche Sachherrschaft auf. Denn dann kann ich ja theoretisch mit diesem Schlüssel nochmal wieder in die Wohnung später reingehen. Das heißt, dann ist die Sache nicht im sachenrechtlichen Sinne übergeben und damit habe ich meine schuldrechtliche Pflicht zur Übergabe nicht erfüllt. Es fehlt schon an dieser ersten Voraussetzung. Jegliche Sachherrschaft. Der letzte Schlüssel muss übergegangen sein. Ausnahme habe ich Ihnen in die Notizen reingeschrieben, können Sie erstmal nur abhaken. Geheißerwerb auf veräußerer Seite. Es gibt bestimmte Fälle, wo ich mal zusätzliche Personen einschalte und wo ich die Sachherrschaft gar nicht mehr selbst aufgeben muss, weil ich sie gar nicht hatte. Zweiter Punkt. Erlangen mindestens mittelbaren Besitzes. Also erlangen irgendeiner Besitzform auf Seiten der Person, ja, nicht Erwerbers. Erwerbers ist eine Sache der Übereignung von der Terminologie her, sondern der Person, die neue Besitzerin werden will. Die muss irgendeine Besitzform natürlich bekommen. Das ist eigentlich total selbstverständlich, ja, wenn der Besitz übergehen soll, dass sie natürlich Besitz bekommen muss. Aber im Sinne dieser Übergabeformel ist es eben die zweite Voraussetzung. Sie muss Besitz bekommen. Wo ist das mal schwierig? Ein Beispiel dafür habe ich Ihnen auch in den Notizen reingeschrieben. Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendeine Sache bei eBay Kleinanzeigen an jemand anders verkauft, schuldrechtlich. Und jetzt sollen Sie das ganze Geschäft dinglich vollziehen. Und Sie sagen, und die Person, die das abholen will, kann nur samstags. Und Sie sagen, ja, samstags bin ich irgendwie verreist. Aber ich stelle dir, keine Ahnung, worum es da geht. Ich stelle dir den alten Home Trainer oder sowas hinten auf die Terrasse, kannst du dann runterholen. So. Erste Voraussetzung für die Übergabe, Aufgabe jeglicher Sachherrschaft ja schon. Zwar steht die noch auf meiner Terrasse, aber ich habe klar gesagt, kann jeder nehmen. Ja? Ich will es nicht mehr haben. Reicht, um jegliche Sachherrschaft aufzugeben. Zweite Voraussetzung, Erlangen mittelbaren Besitzes. Wenn jetzt die Verkäuferin kommt und den Hometrainer abholt, wunderbar, dann hat sie sogar unmittelbaren Besitz erlangt. Wenn allerdings zwischendurch ein Dieb kommt, einen Home-Trainer mitnimmt, fehlt es an der zweiten Voraussetzung. Damit haben wir keine Übergabe, damit bin ich meiner schuldrechtlichen Pflicht, habe ich nicht Genüge getan. Sie sehen, Verzahnung zwischen Schuldrecht und Sachenrecht an der Stelle. Und drittens, auf Veranlassung der weichenden Besitzerin. Wir wollen bitte auch, dass dieser Übergang, diese Übergabe, die soll auch eine sein, die nicht irgendwie trickreich herbeigeführt worden ist von der neuen Besitzerin, sondern das soll eine sein, die tatsächlich von der alten Besitzerin veranlasst wurde. Also, wenn ich weiß, ich möchte einen Gegenstand von Person X haben und X würde den mir niemals geben, aber jetzt ist gerade X nicht zu Hause, aber ihre dreijährige Tochter ist da und ich gehe und sage hin, hey, du kleine Tochter, deine Mama hat mir diese schöne China-Vase X da versprochen, gib die mir mal her und das Kind weiß es nicht besser und gib mir das. Dann ist das etwas, weil das Kind nicht selbst Besitzerin ist bei der China-Vase, sondern es ist Besitzdienerin. Das Kind hat ja mit der China-Vase sonst nichts zu schaffen. Dann ist es von der eigentlichen Besitzerin, nämlich der Mama von dem Kind, ist es nicht veranlasst worden und damit haben wir auch keine Übergabe. Wahrscheinlich würden Sie bei all diesen Grenzfällen, die ich Ihnen gerade aufgeführt habe, würden Sie sagen, naja, da hätten Sie auch nach dem gesunden Menschenverstand gesagt, da fehlt es an der Übergabe. Trotzdem ist es wichtig, dass Sie wissen, wie man juristisch die Übergabe definiert und im Gesetz steht es nirgendwo drin und das ist eben ein rein tatsächlicher Vorgang. Deswegen gehört er an diese Stelle hin. Wir werden regelmäßig nochmal darauf zu sprechen kommen, aber das dürfen Sie schon mal auswendig lernen. Zum guten Schluss habe ich Ihnen auf diese Folie in die Notizen noch reingeschrieben, den 857. Der hat jetzt mit dieser Übergabekonstellation nicht direkt etwas zu tun. Jedenfalls dieser Pfeil, den wir hier rot eingezeichnet haben, ist dort keiner, der geschieht auf Veranlassung eines Menschen, sondern der geschieht von Rechts wegen. Und weil er von Rechts wegen geschieht, brauchen wir eine Norm dazu. 857. Wenn jemand stirbt, fehlt es natürlich unmittelbar an Sachherrschaft und Sachherrschaftswillen, weil dieser Mensch leider tot ist.
Und dann sagt der 857, in diesem Moment machen wir einen faktischen, einen rechtlichen, konstruierten Besitz. Keinen faktischen, einen rechtlich konstruierten Besitz. Eigentlich würde man sagen, da hat jetzt gar niemand mehr Besitz. Wenn das die letzte Person war, die in diesem Haushalt gewohnt hat, dann ist erstmal, hat niemand Besitz an diesem Haushalt, weil ja niemand weiß, dass die Person gestorben ist. Dann muss erstmal jemand wieder von diesen Gegenständen, an diesen Gegenständen Besitz ergreifen. Aber wenn das so wäre, dass man erst den Besitz wieder ergreifen müsste, sagt der Gesetzgeber, dann hätten wir ja keinen Besitzschutz. Dann könnte jetzt jedermann hingehen und sich der Sachen bemächtigen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Erben Besitzschutz genießen. Deswegen sagt der 857, auch wenn die Erben noch nicht wissen davon, dass hier überhaupt jemand gestorben ist, auch wenn sie nicht wissen, dass sie selbst Erben sind, weil sie das Testament nicht gesehen haben, trotzdem sagt hier das Gesetz schon, wir fingieren die Erben als Besitzer. Und das sind sehr, sehr heikle Fragen, weil dann unter anderem erbrechtlich erstmal bestimmt werden muss, wer ist denn jetzt überhaupt derjenige, der Erbe ist. Das kann kompliziert sein, das kann in Rechtsstreitigkeiten ausgefochten werden. Und das führt dazu, dass man mit der Inbesitznahme von Dingen Verstorbener sehr, sehr vorsichtig umgehen sollte. Denn nachher bekommt man irgendeinen, ich sage es jetzt mal ganz grob, rechtlichen Vorwurf daraus gedreht, dass man etwas in seinen Besitz genommen hat, wo sich nachher herausgestellt hat, ich war gar nicht der Erbe und ich habe damit den Besitz der wahren Erben gebrochen. Und einen Besitz zu stören oder einen Besitz gegen den Willen einer anderen Person aufzuheben, das ist nie eine gute Idee. Und damit werden wir uns in der nächsten Einheit beschäftigen. Nie eine gute Idee deswegen, weil das halt Folgeansprüche auslöst, Besitzschutzansprüche auslöst. Wir haben viele Sachen durchgekämpft jetzt in dieser Einheit. Viele Sachen durchgekämpft, die für sich genommen abstrakt waren. Ich habe versucht, Ihnen Beispiele zu bilden, aber wir brauchen dieses Material, um in den nächsten Wochen damit arbeiten zu können. Ich glaube, ich kann Ihnen sagen, das, was wir jetzt heute absolviert haben, war die abstrakteste, wahrscheinlich aller Einheiten, die jetzt noch kommen werden. Wenn Sie es durchgestanden haben, freut mich das umso mehr. Ich habe nicht vergessen, die Bitte eines Studierenden unter Ihnen, der mich überzeugt hat damit, dass es vielleicht eine gute Idee sein könnte, ganz am Ende nochmal kurz durchzugehen, was wir in dieser Einheit gemacht haben. Und das kann ich relativ schnell und gut tun mit den bunten Folien in immer der gleichen Struktur, die ich Ihnen aufgelegt habe. 854 Absatz 1, damit sind wir gestartet. Wir haben gesagt, der unmittelbare Besitz hat das objektive Element der Sachherrschaft und das subjektive Element des Sachherrschaftswillens. Wir haben dann gesagt, es kann auch jemand direkt die Sache in seiner Hand haben, der aber nicht selbst Besitzer ist, sondern nur Besitzdiener hat. Der hat dann keinen Besitzerwillen, sondern nur einen Besitzdienerwillen und der ist irgendwie sozial in einen Kontext eingebettet, dass er das nur mechanisch tut und dass er die Sache jetzt eigentlich gar nicht auch selbst besitzen will. Und das Gesetz sagt uns, wir brauchen eben im Haushalt oder Erwerbsgeschäft oder im anderen sozialen Kontext so eine Hilfsperson und wir brauchen eine Weisungsbindung dieser Hilfsperson. Und dann sagen wir, diese Person ist nicht Selbstbesitzerin, sondern Besitzerin ist nur die Person, der Diener dient. Die nächste Konstellation, die wir uns angeschaut haben, war der mittelbare Besitz. Da war nicht nur der Hintermann Besitzer, sondern da haben wir gesagt, da haben wir ein Stufenverhältnis und trotzdem sind sowohl Vorderfrau als auch Hintermann beide Besitzer. Und was wir dazu brauchen, ist, diese Folie blickt nur auf die Vorderperson, tatsächliche Sachherrschaft bei der Vorderperson. Wir brauchen bei der Person, die vorne steht, ein schuldrechtliches Besitzrecht, wie es in 868 drin steht, das zeitlich begrenzt ist und an dessen Ende ein Herausgabeanspruch steht. Zum Beispiel am Ende der Mietzeit, gib mir die Eigentumswohnung zurück. Und wir brauchen auf der subjektiven Ebene einen Fremdbesitzerwillen. Also auch da nicht ein Eigenbesitzerwillen, dass ich die Sache als selbst, dass mir die gehören will, sondern ich weiß, die gehört eigentlich jemandem anders und ich besitze sie nur in Ausführung eines entsprechenden schuldrechtlichen Grundverhältnisses und dann sind beide Besitzer und wir besprechen Terminologie nochmal bei der Vorderperson von der Besitzmittlerin, die den Besitz mithält für die Hinterperson. Die Hinterperson heißt mittelbare Besitzerin. Danach hatten wir uns mit dieser Folie noch ein paar andere Begriffe angeschaut, die deutlich weniger wichtig sind. Deswegen gehe ich schnell weiter zur letzten Folie mit Besitzerwerb, Besitzverlust und den wichtigen Voraussetzungen für die Übergabe. Wenn Sie die auf dem Schirm haben,
haben Sie gut nachbereitet. Wir wiederholen das Ganze nochmal am Beginn der nächsten Einheit. Ansonsten sind wir durch mit dem Stoff für heute. In der nächsten Einheit geht es dann um konkrete Ansprüche. Das ist hochinteressant, sind ganz spannende Fälle, die das Besitzschutzrecht der modernen Zeit mit sich bringt. Da geht es um so tolle Sachen, wie dass ich per Fernzugriff in irgendwelche Autos eingreife, die da rumfahren und wir uns fragen, ob das verbotene Eigenmacht ist und ob es da Besitzschutzansprüche gibt. Gehen Sie auch diesen Weg gerne mit mir. Bis dahin eine gute Zeit. Gründen Sie Ihre private AG. Erholen Sie sich ein bisschen. Machen Sie sich einen Zeitplan. Eine gute Zeit. Bis nächste Woche.